Hallo, ja, hier ist Jeanette Aisha und ich will auch noch was sagen zu unserer Revolution Mito. Erstmal Nummer 1, ich bin so stolz auf unsere Leute. Mashallah. Guck mal, ich weiß, wir wurden so erzogen, dass wir zu höflich sind. Weißt du, wir sollen keine unhöflichen Sachen sagen und so. Außer jetzt Hurensohn. Aber ansonsten, wir sollen uns so korrekt benehmen. Unsere Eltern wollten das von uns, weißt du? Und deshalb, wir haben unseren Mund nie aufgemacht. Aber jetzt, wir reden. Jetzt ist Schluss. Khalas, khalas, es reicht. Jetzt, du kannst uns nicht mehr stoppen. Jetzt, die ganze Wahrheit kommt raus wie ein Fluss. Verstehst du, was ich meine? Und deshalb, ich bin stolz auf meine Leute. Bitte redet weiter. Bitte erzählt eure Geschichten. Erzählt, was euch passiert ist. Erzählt, wie sie uns fertig machen. Wie sie uns von kleinem Kind an erzählen, wie Schrott wir sind und dass nie was aus uns wird, verstehst du? Und das Gymnasium ist viel zu schwer. So eine Scheiße, verstehst du, was ich meine? Dein Gymnasium mache ich ein Wochenende, ja? Nur, dass du Bescheid weißt, dein komisches Gymnasium. Und ich will noch eine Sache an die Haters sagen, die jetzt kommen und die sagen, ja, aber ihr jammert ja nur, Olem. Wir jammern? Komm mal klar in deiner Welt. Du musst mal ein bisschen deine Augen aufmachen, was für ein wir jammern. Olem, Anne Will Maischberger, das ist eine Jammerlappensendung. Die größten Jammerlappen auf dieser Welt seid ihr selber. Ihr macht ganze Jammerlappen-TV davon. 800 Millionste Sendung, 45 Minuten jammert ihr darum. Islam, er ist an alles schuld. Die Welt geht zugrunde wegen Islam. Und überhaupt, die lernen unsere Sprache gar nicht. Die Fresse. Du bist Jammerring. Du bist Jammerosch. Verstehst du, was ich meine? Schnauze. Aber nein, ihr denkt, ihr seid schlau. Ihr denkt, wenn ihr sagt, das ist Kritik, dass da nicht jammern ist, wa? Was? Wir kritisieren auch. Was denn? Wir kritisieren, wir machen auch kritischen Journalismus. Ja? Wir sagen jetzt auch mal was falsch. Und noch eine Sache. Wir haben eine rassistische Erfahrung gemacht, okay? Und es gab 5 Deutsche auf eine rassistische Erfahrung, die uns gut getan haben, die uns beschützt haben, die uns gefördert haben, die uns geliebt haben, okay? Und die werden wir nie vergessen. Aber trotzdem heißt das nicht, dass du mir in die Fresse hauen kannst und dann stellst du mir dagegen, ja, aber 20 Leute haben dir ja gar nicht auf die Fresse gehauen. Willst du mich verarschen? Dann heul doch nicht rum, wenn ich dir eine klatsche. Was denn? Was denn? Nur weil ein Türke dir auf die Fresse eine gebombt hat? Sei doch nicht sauer. 80 Türken haben dir keine gebombt. Boah, was heulst du jetzt rum? Jammerlappen. Wer bist du? Wer bist du denn? Wenn ich dir sage, du hast mir wehgetan, du hast bei mir Rassismus gemacht, dann hältst du deine Fresse und hörst mir zu und überlegst, was du anders machen kannst. Nichts anderes. Olem, und komm mal aus deiner Opferrolle raus, ja? Ich will dir das auch nochmal sagen. Ihr tut so, als ob ihr die Opfer seid. Was ist das für ein Psychospiel, Lang? Ihr braucht Therapie, braucht ihr Therapie. Bei euch müsste Psychologe von Geburt an dabei sein. Ich sag ganz ehrlich, mit euch stimmt was nicht. Ich schwöre auf alles, es regt mich richtig auf, ja? Opferrolle, ich zeig dir gleich, wer Opfer ist. Hademachalem. Weiterreden. Ich bin schon wieder schlecht gelaunt. Ich sag ganz ehrlich, ich muss mich schminken. Wallah, aber ist so, ja? Hallo, erstmal einen schönen guten Abend. Dankeschön. Dankeschön, ja. Dankeschön. Dankeschön. Guck mal, liebe Kartoffels, ich war alleine in dem Raum, okay? Ich rede nicht so, wenn ihr dabei seid. Also dann bin ich netter ein bisschen. Verstehst du, was ich meine? Aber ich freue mich, dass ihr auch alle gekommen seid, dass wir gute Mischung sind und so. Und heute, ich bin auch dabei, weil ich habe so viele Fragen. Weißt du, was ich meine? Me too und so und dies, das und so. Wir sind irgendwie, wir sind extrem me too heute Abend. Es ist so, guck mal bitte. Guck mal, alle me too. Außer jetzt du, weil wegen blond und so. Tut mir leid. Tut mir leid. Bist du auch me too? Von welchem Stamm bist du? Du bist Me One. Oha. Also richtig so, ich alleine und so. Alles für mich. Wie heißt du? Abu Martin First oder sowas. Stimmt? Martin, es freut mich sehr, ja. Bist du verheiratet? Ah, verheiratet. Tamam. Okay, ein bisschen. Tamam. Tamam. Bist du glücklich? Ja. Okay. Ich wollte mal gucken hier, die guten Leute. Ja, hallo, einen schönen guten Abend. Oh! Oha, ich hab dich bei Fernsehen gesehen. Ich schwöre, bei Markus Lanz und so. Oha, ich hab dich gesehen. Es freut mich sehr. Abla, schön, dass du da bist, ja. Meine Mama, ja, ich freue mich. Düzen Tekal, bitte einen Riesenapplaus. Siehst du, mashallah, ja. Wallah, ja. Wallah. Okay, ich stimme nicht jeder Satz überein. Manche Sachen muss ich auch... Aber du hast beste Meinung von allen. Wallah, es ist so. Ich muss gucken, wer ist hier. Oha. Hallo, hallo. Abla, fühlst du dich auch MeToo? In dein Leben manchmal? Ja? Jetzt, was mit dieser Nase jetzt? Was mit dieser Nase?
Ich fühle mich genauso, Schwester Wallah, mir geht's auch so. Und deshalb, ich will heute jemanden auch nochmal sagen, der hier ist, weil ich bin eigentlich auch fast, also ich bin wegen Düsendeckel gekommen, aber ich bin auch wegen ihm gekommen. Und zwar Alijan, wo bist du? Alijan! Wo bist du da hinten? Okay, ich gehe bei ihm nach hinten. Ja, weil Alijan, er hat, weißt du, er war so großzügig, sein Gesicht hinzuhalten für unsere Scheiße. Und deshalb ein Riesenapplaus für Alijan, für unser Gesicht von Hashtag MeToo-Land. Ist okay. Oha, bist du groß. Voilà, ihr Deutsche, ihr habt immer so lange Beine. Wo wollt ihr damit hin, ganz ehrlich? Alijan, ja, Gott sei Dank, du bist da. Schön, dass du da bist. Guck mal, alle freuen sich. Du hast dein Gesicht hingehalten, du warst bei Dings. Du warst auch bei Präsident, wa? Ja, genau, da war ich gerade. Und wie ist der so drauf? Der ist sehr warmherzig tatsächlich. Und die Diskussion, die war auch ganz gut. Er ist warmherz? Ja? Ist er Döner, hast du gefragt? Nee, das habe ich nicht gefragt, aber meine Mutter wollte einen Lamajun mitgeben, weil wir einen Döner-Imbiss haben. Da habe ich gesagt, Mama, das ist zu viel Respekt. Und ich habe ihn gefragt, ob es ihm gefallen hätte und er hat gesagt, ja, es hätte ihm gefallen. Lamajun mit Joghurtsoße. Wallah, bei Essen ist vorbei die Diskussion, weißt du? Danach wieder erst, weil die mögen unser Essen, stimmt? Ja. Okay. Wallah, Alijan, es war wirklich eine schwierige Sache. Und ich will nur einmal wissen, wie war das für dich, als auf einmal alles losging und auf einmal alles spot on you? Verstehst du, was ich meine? All eyes on me, wie Tupac gesagt hat. Wie war das für dich? Um ehrlich zu sein, das hat mich sehr bewegt, weil MeToo ist ja eigentlich kein personengebundenes Phänomen, ja, sondern eine Haltung, eine Erfahrung, ein etwas, was ganz viele Menschen teilen und auch beigetragen haben. Und damit eine soziale Bewegung. Und zu sehen, wie sich diese soziale Bewegung unter einer Stimme gezeigt hat und dargestellt hat und sich eingebracht hat und eine Stimme gefunden hat in diesem Diskurs, das hat mich tatsächlich sehr bewegt. Und ich bin sehr froh darüber, dass das heute stattfindet und eine sehr große Bereicherung für die gesellschaftliche Entwicklung hier im Land. Oh, Allah, er redet so Alman. Ich bin fast eingeschlafen. Ich schwöre auf alles, ja. Bester Mann, ein Applaus für Alijan. Ich schwöre auf alles. Dankeschön, Bruder, ja. Danke, Abi. Gel öpim, ja. Bester Mann, ich schwöre. Weißt du, und deshalb, wir brauchen so wie Alijan. Wir brauchen wie Alijan. Er hat eine Brille, du kannst nichts mehr machen. Verstehst du, was ich meine? Bei mir, die sofort urhaft. Aber bei Alijan, die wissen, er hat studiert, es geht's nicht so. Ich möchte heute noch unsere Häuptling begrüßen. Hallo Chef, hallo Mekonon. Es freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön, ein Riesenapplaus für diesen Mensch. Ja, Wallah, ja, du bist überall. Mashallah. Super, ja. Dankeschön, dass wir alle hier sein können. Wallah, du machst die besten Dings, Foren. Ich schwöre auf alles und deshalb, wir kommen auch. Weil wir alles, was du machst, lieben. Ist egal, was du machst. Du kannst auch Döner verkaufen. Wir lieben dich trotzdem. Verstehst du, was ich meine? Es ist so wichtig. Es ist ein Mensch mit Aktivismus und den brauchen wir zurzeit, weil zurzeit ist traurig. Bist du auch traurig? Ein bisschen? Für dich läuft, wa? Wallah, ja, es ist so, bei manchen läuft was, kann man machen. Ganz ehrlich, ich verabschiede mich für erstmal, aber es gibt ganz viele Fragen, die ich auch habe. Darf ich nachher auch noch eine Frage stellen? Okay, alles klar, dann gebe ich jetzt erstmal an. Ab an Mekonon! Ja, Idil Bayda, aka Gilet Ashe, vielen, vielen Dank für die Einführung. Von mir auch herzlich willkommen, die Heinrich-Böll-Stiftung. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle heute da seid. Das ist eine Kooperationsveranstaltung mit der türkischen Gemeinde in Deutschland und EOTO, Each One, Teach One. Und wir freuen uns auch sehr, dass Alijan gekommen ist und viele, viele. Also heute wird es richtig, glaube ich, krachen. Und dank Gilet Ayşe ist auch Stimmung in der Bude. Genau, also bevor wir einsteigen, wollen wir natürlich ein bisschen auch Inhaltliches einführen. Und das überlasse ich meinen Kooperationspartnern. An dieser Stelle wird Lena Graser und Cihan Sinanoğlu von der türkischen Gemeinde in Deutschland inhaltlich einführen. So, herzlich willkommen und ich gebe das Wort an euch.
Ja, hallo, herzlich willkommen von unserer Seite, von der türkischen Gemeinde in Deutschland. Wir freuen uns total, dass ihr alle hier seid, dass ihr gekommen seid, so zahlreich. Wir haben als türkische Gemeinde in Deutschland diesen Diskussionsabend initiiert. Oder vielleicht kann man besser sagen, es hat sich quasi aufgedrängt, etwas zu tun, einen Raum anzubieten für Diskussionen und für Reflexionen, weil MeToo einfach so viel Diskussionsstoff bietet darüber, wie wir hier in Deutschland über Rassismus sprechen bzw. eben nicht sprechen, wer spricht und die Deutungshoheit hat und nicht zuletzt wo, an welchen Orten diese Diskussionen überhaupt stattfinden. Warum wir als TGD, als türkische Gemeinde in Deutschland, die TGD ist ein bundesweiter, ein säkularer Dachverband, der sich seit nun mehr als 20 Jahren für die Interessen von türkeistämmigen Menschen hier einsetzt. Das Gestalten unserer Einwanderungsgesellschaft stand von Anfang an im Fokus und damit verbunden auch die Kämpfe für gleichberechtigte Zugänge zu Bildung, zu politischer, kultureller und sozialer Teilhabe und gegen rassistische und diskriminierende Strukturen jedweder Art. In den letzten Jahren hat die TGD immer mehr eine multiethnische Perspektive eingenommen, was sich eben dann auch heute hier in dieser Veranstaltung in der Kooperation widerspiegelt. Wir freuen uns sehr, dass dieser Abend heute eine Kooperationsveranstaltung ist, eben gemeinsam mit EOTO, Each One Teach One und der Heinrich-Böll-Stiftung, dass wir die beiden für die Idee dieser Veranstaltung gewinnen konnten. Das war wirklich nicht schwer. EOTO ist im Kontext rassismuskritischer, schwarzer Bildungs- und Empowerment-Arbeit tätig. Wir kennen uns vor allem über das Bundesprogramm Demokratie leben und freuen uns sehr, dass die Vorsitzende Saraya Gomez heute mit auf dem Podium sitzt. Und mit der Heinrich-Böll-Stiftung verbindet uns natürlich auch schon seit Jahren eine ganze Menge. Wir haben nicht zuletzt vor ein paar Jahren mehrere Gipfeltreffen gegen Rassismus organisiert und freuen uns sehr über diese weitere Kooperation. Ja, jetzt übergebe ich an meinen Kollegen Cihan. Ja, hi. Was haben wir uns eigentlich bei dieser Veranstaltung gedacht? Die Debatten um Rassismus in Kinderbüchern und die Hashtags Schau hin oder Ausnahmslos sind Beispiele und Vorreiter antirassistischer Kämpfe im digitalen Raum. Nach dem Ausscheiden von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft berichteten nun unter dem Hashtag MeToo tausende Menschen über ihre tagtäglichen Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen, ob im Klassenzimmer, Supermarkt oder am Küchentisch. Die Reaktionen waren vielfältig, von offenem Hass bis Abwehrhaltung und Relativierung bis hin zur Solidarisierung in der Mehrheitsbevölkerung. Das zeigt eigentlich die Ambivalenz in dieser Debatte. Einerseits ist es endlich möglich, Rassismus im öffentlichen Diskurs zu thematisieren und sichtbar zu machen. Andererseits verdeutlichen die aktuellen politischen Entwicklungen und die heftigen Reaktionen auf die MeToo-Beiträge, dass Rassismus eines der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Die MeToo-Debatte wird begleitet von unterschiedlichen Gesellschafts- und Konfliktbeschreibungen. Ein Teil fordert individuelle Anpassungsleistungen an eine bestimmte Norm. Ein anderer Teil setzt sich für die Veränderung gesellschaftlicher Institutionen ein. Je nachdem, welche Perspektive wir einnehmen, entstehen natürlich unterschiedliche Handlungsempfehlungen. Wir haben heute eingeladen, um MeToo zu reflektieren und weiterzudenken. Wer hat sich bei MeToo geäußert? Welche Stimmen haben gefehlt? Einerseits hat ein Hashtag die Tendenz, Erfahrungen zu homogenisieren und andererseits entstehen Möglichkeiten, heterogene Geschichten sichtbar zu machen. Wie kann eine digitale Debatte in gesellschaftliche Diskurse übertragen werden? Mit welchen Kämpfen lässt sich diese Kampagne verbinden? Was verschüttet diese digitale Debatte und was bringt sie ans Licht? Was muss jetzt passieren, damit die Aktion nicht wirkungslos bleibt? Vielleicht noch ein letzter Satz. Uns wurde ganz oft vorgeworfen, als wir uns eingemischt haben in die MeToo-Debatte, dass wir die Gesellschaft spalten würden, indem wir unsere Rassismuserfahrungen teilen. Doch nicht die Thematisierung spaltet, sondern der Rassismus tut es. Wir sehen den Dialog als einen Beginn, diese Spaltung zu überwinden und wünschen uns einen coolen, interessanten Abend. So, vielen Dank, Lena und Cihan. An dieser Stelle vielleicht ein paar bürokratische Informationen. Die dürfen auch nicht fehlen. Also,
sowohl diejenigen, die hier sind, als auch die über Livestream die Veranstaltung verfolgen, das, was euch einfällt, Kommentare, Fragen, was auch immer, oder Kritik, einfach twittern. Hashtag MeToo, @Böll-Stiftung oder @TGD, @IOTO-Berlin. Einfach twittert munter, und wir werden dort, wo es relevante Interventionen gibt oder Fragen, Kommentare, werden wir das auch aufgreifen und hier einbauen in die Diskussion. Zweitens, evaluieren Sie die Veranstaltung, geben Sie uns Ihre Kommentare, Ihre Meinung, was können wir besser machen und wo sind wir gut und wo müssen wir uns verbessern. Es gibt Evaluationsbögen. Und drittens, zum Schluss wollen wir noch mal ein bisschen hierbleiben und ein bisschen netzwerken und austauschen. Wir laden Sie und euch zu einem kleinen Empfang ein. Herzlich willkommen dazu. So, an dieser Stelle wollen wir sofort einsteigen, weil wir haben viel zu besprechen und viel Spannendes zu besprechen auch. Und ich habe mir so überlegt, dass wir, weil wir viel sind, es könnte im Grunde genommen doppelt so lang sein, weil die Akteurinnen und Akteure, auch diejenigen, die sich nicht beteiligt haben, die was zu sagen haben, sind einfach viele. Wir haben uns für einen mini kleinen Ausschnitt entschieden. Und wie gesagt, das ist nicht vollständig, aber einfach so eine kleine Perspektive in der Debatte, weil es auch darum geht, wie soll es weitergehen. Deswegen haben wir einen kleinen Ausschnitt, was aber trotzdem hier Riesenbühne ist. Wir werden einfach in zwei Runden diskutieren, und zu der ersten Runde lade ich ein Vanessa Wu. Herzlich willkommen nach oben. Düsen Tekal. Rehan Shahin. Und Tayo, genau, einfach setzt euch, genau. Und Tayo. Tayo Onotour. Bitte. So, einfach. Setzt euch. Es wird alles voller nachher. So, herzlich willkommen. Erstmals, das ist für mich jetzt einfach eine Riesenarbeit, weil das sind alles Leute, die unglaublich viel in ihrem Leben gemacht, erreicht haben und auch mit vielen Preisen ausgezeichnet sind. Deswegen, ich mache einfach eine kurze Vorstellung, weil es ist einfach auch wichtig als Wertschätzung der Arbeit, die alle leisten. Und trotzdem wird es einfach ein kleiner Ausschnitt sein, weil ansonsten brauchen wir, glaube ich, mindestens 2 Stunden. So, so, ich fange mal einfach mal hier bei Düsen Tekal. So, ich muss mal einfach hier mein Papier ordnen. So, Düsen Tekal ist Autorin und Journalistin. Sie hat Politikwissenschaft und Literaturwissenschaft studiert. 2007 bis 2013 war Düsen Tekal Autorin für das RTL-Magazin Extra. Seit 2014 arbeitet sie freiberuflich für den WDR, Funkhaus Europa, Spiegel TV, Stern TV, CDF, ARD etc. Und seit September 2015 hat sie den Verein, den humanitären Verein Hawa Help e.V. gegründet. Und 2016 hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht, das wahrscheinlich viele von euch auch kennen. Deutschland ist bedroht, warum wir unsere Werte verteidigen müssen. 2007 bekam Düsen Tekal das American Jewish Committee Prize Award for Courage in the Defense of Democracy. Und 2016 initiierte sie den Hashtag German Dream. Herzlich willkommen, Düsen Tekal. So, nächste Aktivistin, Musikerin, Künstlerin, Wissenschaftlerin ist Rehan Shahin. Sie ist Rapperin und Linguistin und begann eigentlich im Alter von 12 Jahren zu rappen. Und studiert hat sie Linguistik und Germanistik. Ihre Dissertation hat sie geschrieben zu dem Thema die Bedeutung des muslimischen Kopftuchs in Deutschland. Und 2012 hat sie das Buch veröffentlicht, Bitchism, Emanzipation, Integration, Masturbation. Und seit 2006 läuft sie unter dem Künstlernamen Lady Bitch Ray und macht Musik auf dem Kanal
Label Vagina Style Records, richtig? Und sie ist freiberufliche Autorin mit Beiträgen in der Taz und die Süddeutsche Zeitung. Herzlich willkommen, Rehan Shahin. Tayo Onuto ist Sängerin, Autorin und politische Aktivistin. Studiert hat sie Germanistik und Multimedia. Sie singt R&B und Soul auf Englisch, Deutsch und Romani. Und sie ist auch zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei Romani Pen. Und außerdem aktiv in der feministischen Gruppe Inni Romnia für die Rechte der Sinti und Roma in Deutschland und in Europa. Sie hat auch vor kurzem einen Film gemacht, den wir hier vorgestellt haben. Wie ist nochmal der Titel? Wie? Tralmende, Entschuldigung. Genau, wo es auch um die Selbsterzählung und Selbstdarstellung von Sinti und Roma in Deutschland geht. Herzlich willkommen noch einmal. Danke. So, und dann die vierte in der Runde, Vanessa Wu. Vanessa ist Journalistin. In ihrem Bachelor hat sie studiert Ethnologie und Völkerrecht und Master hat sie studiert Südostasien-Studien mit dem Schwerpunkt Ethnizität und Konflikt und war auch an der Journalistikschule in München. An der Deutschen Journalistenschule in München. 2017 wurde Vanessa ausgezeichnet mit dem Helmut Schmidt Nachwuchspreis, 2018 mit dem Theodor Wolf Preis für ihren Artikel Meine Schrottcontainer Kindheit über ihre Erfahrungen im Asylbewerberheim. Und zurzeit ist sie Journalistin bei Zeit Online für gesellschaftspolitische Themen mit dem Schwerpunkt Rassismus, Migration und Feminismus. Und zusammen mit Min Tu Tran hat sie die Podcast-Reihe Reis and Shine. Herzlich willkommen, Vanessa. So, eine kleine Verschnaufpause. Und das war nur ein kleiner Ausschnitt aus ihren Biografien. Und es geht nachher so weiter. So, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich würde einfach am Anfang, wir haben ja schon, Gillette Aysche hat ja so eine Eingangsfrage gestellt. Und ihr wart unterschiedlich an der Aktion MeToo beteiligt. Habt ihr euch sowohl mit eigenen Erfahrungen, aber auch über die Aktion selbst, über die politische Wirkung einer solchen Aktion geäußert. Mich würde interessieren, Düsen, du hast ja nochmal auch einen eigenen Hashtag, German Dream. Besonders aktiv beteiligt haben dich ja vor allem Vanessa und Rehan. Ich würde mal mit Rehan beginnen. Wie hast du selbst diesen Moment erlebt, als die Aktion losging und auch die Diskussion eigentlich richtig in Gang gekommen war? Also wie das für mich war, als MeToo losging? Richtig, genau. Also ich habe den Hashtag entdeckt und habe, ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen war, aber ich habe sofort das Gedächtnis aktiviert, das Rassismuserfahrung gemacht hat und ja, und auch an meine Eltern gedacht, die diese Stimme gar nicht haben, um sich irgendwo auszulassen oder sich zu beschweren. Und dann habe ich ja begonnen, darüber zu berichten. Also normalerweise finde ich ja deine Aktionen sehr inkonventionell, wenn du diese Themen insgesamt Vielfalt, Feminismus, die Art und Weise, wie du an das Thema rangehst. Unkonventionell? Also künstlerisch. Künstlerisch. Also, okay. Du hast dich aber bei den Hashtags hast du dich also einfach viel nüchterner auch formuliert. Fand ich. Ja, das ist tatsächlich eine Entwicklung gewesen, weil als Künstlerin, also diese Kunst, die ich betrieben habe oder ab und zu betreibe, ist auf sehr viel Missverständnis gestoßen. Also diese Subversivität, die du als Künstlerin hast, wenn die nicht wirklich explizit ist, wird sie in Deutschland nicht verstanden. Und
Ich habe als Lady Betray, und das ist das Interessante, schon diese intersektionale Ebene von Rassismus schon vor 12 Jahren spüren dürfen. Also es hat Race, Class, Gender aktiviert. Ja? Es haben Deutsch-Deutsche haben darüber diskutiert, was das für eine Türkenschlampe ist. Türken haben darüber diskutiert, dass das keine Türkin sein kann. Das kann nur eine Kurdin sein. Kurden wollten mich auch nicht. Aleviten wollten mich schon gar nicht. Also es war Feminismus. Also es war damals, wurde das einfach nur als Provokation abgetan. Und irgendwann mit den Jahren, wenn man auch Wissenschaft betreibt und andere Aktivistinnen sieht und denkt, ey, die reden ja eine ganz klare Sprache. Das finde ich eigentlich persönlich total langweilig, aber ich musste diese Sprache wählen, weil sonst hätte man das nicht verstanden. Und siehe da, wenn ich diese ganz normale, simple Sprache benutze, werde ich auch leider verstanden. Ja. Vanessa, du hast nicht nur bei der Hashtag, sondern du beschäftigst dich mit dem Thema auch regelmäßig journalistisch. War das jetzt eine Erweiterung der journalistischen Arbeit mit dem Hashtag? Inwiefern hat das auch die Perspektive weiter geöffnet? Also ich habe mich vorher schon damit beschäftigt. Mir war aber nicht immer klar, dass ich über Rassismus schreiben will, ehrlich gesagt. Das war für mich so im Studium wichtig, mich damit auseinanderzusetzen, um einfach meine eigenen Erfahrungen auch ein bisschen einordnen zu können. Dann kam, glaube ich, als sehr einschneidendes Erlebnis die Bundestagswahl letztes Jahr, wo ich dachte, so, das war für mich irgendwie nochmal so eine krasse Zäsur, wo ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt alle diese Migrantenthemen, ist mir jetzt egal. Ich versuche also gar nicht mehr irgendwie alles andere zu machen. Und habe das dann auch stark in die Redaktion gebracht, gesagt, ich möchte das thematisieren. Ich finde, wir sollten das schwerpunktmäßig machen. Ich finde, wir sollten aufhören, die ganze Zeit über kriminelle Ausländer und so weiter zu sprechen, sondern wirklich gucken, wer tatsächlich bedroht ist, den Rechtsruck viel stärker beschreiben, nicht die besorgten Bürger, also das sind für mich so die falschen Opfer. Also bestimmt haben sie auch Probleme, aber es gibt halt noch eine Gruppe, die ansonsten Probleme hat. Und dann haben wir auch eine größere Rassismus-Serie bei Zeit Online, oder ich habe sie dann konzipiert und mit der Redaktion umgesetzt. Und die war auch vor dem Hashtag noch fertig. War ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich dachte mir so, Mist, zu früh. Die Leute haben sich nicht dafür interessiert. Also das heißt ja nicht, das ist alles gepostet. Sehr gut, sehr gut. Nee, genau, Aufmerksamkeit war schon okay, aber nicht so. Und aber nach MeToo, glaube ich, habe ich das Gefühl gehabt, dass es nicht mehr so sehr ich in der Redaktion war, die irgendwie mehr oder weniger alleine immer wieder sagt, lass uns das machen, lass uns das machen, und dann natürlich auch so als Einzelkämpferin begrenzte Ressourcen habe, sondern wo auch mal die ganze Redaktion gesagt hat, okay, nee, du hast recht, wir ziehen da mit. Wir haben voll viel durch diesen Hashtag gelernt, und das ist jetzt nicht nur diese eine Stimme in der Redaktion, die immer wieder nervt und sagt, mach doch diese Perspektive auch noch. So gesehen, ja, wahrscheinlich hat mir der Hashtag auch in der Arbeit geholfen oder zumindest eine breitere Basis geschaffen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass auch mehr Unterstützung da ist. Gab es heftige Diskussionen, Auseinandersetzungen in der Redaktion? Musstest du... bestimmte Punkte? Nee, also ich glaube noch schlimmer, nee, nicht noch schlimmer. Also es gibt, Hater sind vor allem im Internet, finde ich. So im echten Leben finde ich viel anstrengender, wenn Leute Dinge runterspielen. Also das irgendwie nicht so ernst meinen, das für ein Nischenthema halten oder sich doof stellen. Also ich weiß manchmal nicht, ob Leute das wirklich gerade nicht verstehen, was ich so sage, oder ob sie einfach wirklich ganz grundlegend anfangen und mich in so eine Verteidigungs- und Erklärhaltung zwingen, wo ich mir denke, so, da sind wir doch jetzt schon längst darüber hinweg. Also muss ich jetzt wirklich auch noch sagen, dass ich eher nicht glaube, dass alle, die sich zu diesem Thema äußern, lügen oder übertreiben oder hysterisch sind oder sonst irgendwie einen persönlichen Knacks haben. Also so eher. Aber Anfeindungen, ich glaube nicht. Ich glaube, viel schlimmer finde ich, dass Leute dieses Thema einfach verharmlosen. Düsen, du hast in einem Artikel dich damit auseinandersetzt mit dem Titel Mich nervt diese Opfermentalität. Also du hast dich zwar auch an der Aktion beteiligt, aber vor allem hast du gesagt, wir müssen raus aus dieser Jammer, sondern wir müssen einfach die Wege zeigen, wie wir Teil der Gesellschaft sind. Wenn du jetzt nochmal reflektierst, gehört das nicht dazu, zur Emanzipation,
dass man auch Dinge beim Namen benennt? Absolut. Und deswegen war das auch nie als Relativierung gemeint, sondern der German Dream war kein Hashtag als Antwort auf MeToo, sondern der war schon da 2016 in meinem Buch. Da habe ich ein Kapitel, das hieß German Dream statt German Angst. Und ich habe das eigentlich unmittelbar nach der Özil-Debatte, hatte ich das Verlangen danach, das nochmal zu bringen, um zu zeigen, dass wir mehr sind als Opfer. Deswegen sind mir sozusagen nicht die Herzen zugeflogen. Das kenne ich aber schon lange und so habe ich auch nie gearbeitet. Sondern mir war es wichtig, die Debatte zu erweitern. Und erlöst wurde ich eigentlich dann durch den Initiator der MeToo-Debatte, Ali Can, der dann irgendwann auch gesagt hat, der German Dream ist ein Lösungskonzept auf MeToo. Oder wie Rehan das beschrieben hat, dass das zwei Seiten einer Medaille sind und dass jeder auf dem Weg zum German Dream mit sichtbarer Migrationsgeschichte, und das gilt ja für viele von uns, MeToo-Erfahrungen hat. Deswegen war es für mich auch so, als der Hashtag MeToo ins Leben gerufen wurde, das war Kopfkino. Also ich konnte gar nicht mehr aufhören zu tippen. Also ich hätte die Leute voll spammen können mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und mir sind dann auch die Erfahrungen sozusagen vor Augen gekommen, die meine Eltern vor allem gemacht haben. Da habe ich dann eine MeToo-Erfahrung geschildert, als wir die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben. Mein Vater stolz gesagt hat, wir sind Deutsche, und die Beamtin gesagt hat, sind sie nicht. Und die andere MeToo-Erfahrung war eine MeToo-Erfahrung, die ich mit Migranten gemacht habe. Also mir ging es darum zu zeigen, dass meine heile Welt von beiden Seiten sozusagen bedroht war immer. Und das habe ich sozusagen nicht als Kampferklärung gemeint, sondern als meine Lebenserfahrung. Und insofern kenne ich das so ein bisschen, dass man dann automatisch reduziert wird, so nach dem Motto, wenn sie das sagt, dann muss sie dagegen sein. Also diese Kategorisierung und dieses Lagerdenken, dagegen musste ich mich eigentlich am meisten wehren. Und deswegen bin ich total dankbar, dass ich auch heute hier sein darf. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, gerade weil sie auch von der türkischen Gemeinde kommt, weil ich finde, dass wir wieder viel mehr miteinander reden müssen und dass dieser Psychokrieg der Digitalisierung auch für viel Spaltung gesorgt hat und dass wir Deutsche mit Zuwanderungsgeschichte auch aufpassen müssen, dass wir da nicht gegeneinander aufgehetzt werden, denn wir sind zu wenige. Und ich habe schon das Gefühl, dass diese strukturelle Benachteiligung dazu führt, dass wir uns auch gegenseitig bekämpfen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite möchte ich mir auch nicht verbieten lassen, was ich denke. Also nur um den Mainstream sozusagen zu gefallen, kann ich nicht auf meine Lebenserfahrung verzichten und das unsichtbar machen. Und ich wollte quasi ein Angebot machen, positiv über Migration zu berichten und das nicht als defizitär zu betrachten. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie Vanessa. Ich war auch noch bei RTL, also das war richtig krass. Denn da hatte man automatisch ein anderes Bild. Und ich wurde auch eingestellt damals, um die Migrationsthemen zu bedienen. Und das waren dann so Themen wie Homosexualität im Islam, Zwangsheirat bei Männern, Ehrenmorde. Das habe ich auch alles gemacht, aber ich habe es anders gemacht, als der Redaktionsleiter sich das gewünscht hat. Und dann weiß ich noch, dass ich mir oft anhören musste, du bist eine Klassenkämpferin und du eierst rum. Und ich habe gesagt, nein, das nennt man Differenzierung. Also ich habe auch im Redaktionsalltag gemerkt, dass ich extrem alleine war auf weiter Flur. Und ich kann mich noch an meinen ersten Film erinnern, da ging es um Zwangsheirat bei Mädchen in Berlin. Und bei Privatsendern geht es auch viel um Quote. Und am nächsten Tag, als wir in der Konferenz saßen, da war ich sehr aufgeregt, da meinte der Redaktionsleiter, die Leute wollen Holzdildos sehen, keine zwangsverheirateten Frauen. Weil der vierte Film, da ging es um Holzdildos und der hatte so eine Mörderquote. Und mein Film, der hatte nicht so viel Quote. Und ich erzähle das so ehrlich, weil ich einfach zeigen will, dass das nicht so einfach ist immer. Also wenn man dann auch sozusagen in diesen Welten unterwegs ist und ich wurde rausgeschickt. Also die Leute, die in den Büros am Schreibtisch sitzen, hatten immer gut reden. Aber in dem Moment, wo ich jemandem in die Augen geguckt habe, habe ich mir geschworen, dass ich dem auch noch mal in die Augen gucken muss. Und eigentlich war ich sehr stolz darauf, toi, 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 dass es mir gelungen ist, selbst bei Paralleljustiz und einem Friedensrichter, den ich in Berlin begleitet habe, ihn leben zu lassen. Also ich hätte auch andere Sätze von ihm nehmen können. Aber das war mir sozusagen, hatte ich manchmal auch so den Anspruch zu sagen, nee, der weiß nicht, wie das rüberkommt, also lasse ich das dann weg. Also für eine gute Geschichte, was sind wir, wie bereit sind wir dafür zu gehen, sage ich mal. Und das hat nichts damit zu tun, dass man betroffen ist oder keine journalistische Sorgfaltspflicht hat, aber ich hatte halt auch immer so eine Verantwortung, die ich dann schon gespürt habe. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass ich vermitteln muss zwischen den Welten. Und beim German Dream, nochmal darauf zurückzukommen, das ist sozusagen kein Hashtag, sondern das ist eine Initiative, die sozusagen jetzt gerade ganz aktiv ins Leben gerufen wird als bundesweite Kampagne, wo ich Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte als Wertebotschafter die Möglichkeit geben will, sich zu zeigen und miteinander zu reden. Und deswegen finde ich, ist das schon was ganz Besonderes, weil bei MeToo ich das erste Mal das Gefühl habe, dass wir selber über uns sprechen dürfen und dass wir selber über Diskriminierungserfahrungen sprechen dürfen, ohne als defizitär betrachtet zu werden.
Das ist so das, was ich dazu sagen kann. Ich meine, ihr beide habt ja auch, Rehan sagt ja auch über den muslimischen Rassismus. Also wir müssen über mehrere Themen gleichzeitig reden können. Die Frage ist immer, wie gelingt es auf der einen Seite, Dinge zu benennen, auch auf den Putz zu hauen, weil das gehört auch zur Augenhöhe. Und gleichzeitig aber auch die Dinge, die in den Communities passieren, aber auch was wir thematisieren müssen, ohne in die Gefahr zu geraten, Dinge zu relativieren. Also wie finden wir die Balance? Hallo. Also ich glaube, das hat auch was mit der Entwicklung der ganzen Diskurse zu tun. Wir hatten jetzt die letzten 5 Jahre eine ganz lange Phase, wo wir zum einen die, was weiß ich, Antirassistinnen hatten, die sich unter anderem halt auch über zu Recht antimuslimischen Rassismus beschwert haben und das angeklagt haben. Und dann hatten wir aber halt eine gespaltene andere Seite, so die sogenannten IslamkritikerInnen. Und das war eine totale Polemik. Ich finde, es ist jetzt an der Zeit, dass sich diese Diskurse weiterentwickeln müssen, dass wir mehr differenzieren müssen, dass Leute auch mit den Diskursen mitkommen und dass nicht die Fronten gehärtet werden und sowieso keine Dialoge zustande kommen und Leute noch mehr in Kategorien eingeteilt werden und dass der ganze Diskurs sich nicht weiterentwickelt. So. Und als ich so German Dream mitgetwittert hat, ging für mich halt auch, ich habe einfach in mein Leben geguckt, so, ich habe Rassismuserfahrungen gehabt, ich hatte aber auch positive Erfahrungen. Ich wollte das damit auch so ein bisschen relativieren, gar nicht mal, weil ich irgendwie Deutsch-Deutschen das schönreden wollte oder so, aber weil es der Realität entspricht. Und damit wollte ich halt auch zeigen, dass es halt nicht nur Schwarz-Weiß gibt, so ist das mit allen Rassismen und Feindlichkeiten, so, weil es ist nicht nur schwarz oder weiß, also da gibt es halt auch die Grauabstufung dazwischen und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, halt genau darauf zu gucken. Ja. Noch ergänzend, ich glaube, das ist sowieso die Hauptherausforderung, die wir gegenwärtig haben, weil wir jetzt gerade so offen darüber sprechen, habe ich mich ja auch dem Vorwurf ausgesetzt gesehen, dass ich islamfeindlich bin. Und das hat mich deswegen sehr verletzt, weil ich fast ausschließlich in islamischen Ländern arbeite und das ist nicht ungefährlich. Also wir haben zum Beispiel, das haben Sie sicherlich mitbekommen, dass in den letzten Tagen 4 Frauen umgebracht worden sind, unter anderem Menschenrechtsaktivisten, aber auch Bloggerinnen, für die Art und Weise, wie sie leben wollen. Und unsere Projekte finden auch im Irak statt und in Syrien. Mhm. Und da geht es zum Beispiel um ein Projekt, wo wir 840 Frauen aus IS-Gefangenschaft ins Leben zurückempowern. Und was wir da machen, ist, dass wir ganz bewusst muslimische Frauen, Jüdinnen, Christinnen und auch jesidische Frauen einsetzen und die sozusagen als Lehrerin beschäftigen. Und da verlangen wir gar keine Friedensaussöhnung, die können wir auch nicht verlangen, aber die passiert von ganz alleine, weil die sich begegnen. Und ich bin beeindruckt davon, wie gut die das hinbekommen und gucke dann nach Europa und merke, dass wir darin viel schlechter geworden sind. Also auch wenn man das mal global betrachtet. Die Frage ist, wo wird uns das hinführen? Also das ist ja nochmal eine Frage. Und dass ich sozusagen bestimmte Punkte, wo ich auch mich islamkritisch geäußert habe, dass mir das defizitär ausgelegt wurde, fand ich schade, weil ich bin auch bei meinem eigenen Kulturkreis habe ich mich da sozusagen auch nicht beliebt gemacht, weil ich habe auch Filme gemacht über sogenannte Ehrenmorde bei Jesiden und das fanden die auch nicht lustig. Aber ich fand es wichtig zu zeigen, dass ich selbstkritisch genug bin, auch darüber zu berichten. Gillette, du kommst aus Celle, du kennst das, genau. Du weißt, dass auch viele jesidische Frauen abhauen mussten, weil die auch fremdbestimmt waren, weil die auch in orientalisch geprägten, patriarchalisch geprägten Strukturen leben. Ich wollte nur keine Unterschiede machen, das war eigentlich so dieser Punkt. Und habe mich da eigentlich aber auch immer wieder versucht, auf die Diskussion natürlich einzulassen und da auch nicht wegzugucken, weil ich es wichtig finde, dass wir da im Gespräch bleiben. Und ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, wird es viele Menschen geben, die sich auch darüber freuen würden. Und das können wir denen eigentlich nicht geben. Vielen Dank, soweit. Tayo, du hast verschiedene Plattformen des Aktivismus. Ich glaube, an dem Hashtag hast du dich jetzt nicht aktiv beteiligt. Du verfolgst die Debatte. Wie hast du das erlebt? Und insbesondere für die Sinti- und Roma-Community, wo gab es so Anschlussmöglichkeiten an der Debatte?
Also ich muss sagen, dass ich, ich habe mich nicht so daran beteiligt an der Debatte. Ich habe, glaube ich, einen einzigen Post gemacht mit dem Hashtag MeToo und habe geschrieben, okay, jetzt sprechen wir plötzlich drüber, ich könnte ja auch ein Buch schreiben. Und dann hat ein Mensch kommentiert, und das war Idil, und sagte, ja, mach doch, ich kauf's. Ja, also für mich war es tatsächlich etwas erschreckend, muss ich sagen, weil mein ganzes Leben ist eigentlich so ein Hashtag MeToo. Und ich habe jetzt gar nicht verstanden, jetzt kann ich schon, ich gehöre nicht mehr zu den Teenagern, jetzt kann ich schon sagen, nach jahrzehntelangem Aktivismus, plötzlich reden wir jetzt darüber. So. Das hat mich erstaunt. Okay, wow. Aber andererseits auch wieder gut, dass überhaupt darüber gesprochen wird und sichtbar gemacht wird. Was ein guter Punkt ist, weil sichtbar gemacht werden die Erfahrungen von Sintica und Romnia eben nicht. Auch bei dem Hashtag, also ich habe mir nicht alle durchgelesen, aber einige. Und also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es ich habe keine Erfahrungen gelesen, in denen Sintica oder Romnia über alltagsrassistische Erfahrungen sprechen. Das ist nicht deswegen mir nicht aufgefallen, weil sie keine alltagsrassistischen Erfahrungen machen, sondern es ist mir deswegen nicht aufgefallen, weil die Menschen sich nicht outen, sozusagen. Weil einfach die Nachteile, die Diskriminierung und der Rassismus, der in unserer Struktur, in unserer Gesellschaft so verwoben ist, so groß ist, den diese Menschen dann, dem sie sich konfrontiert sehen, dass sie das eben nicht machen. Ne? Und das ist für mich auch natürlich irgendwo, deswegen habe ich auch gedacht für mich, okay, es ist einerseits gut, das zu sehen, es motiviert irgendwo andere Menschen of Color auch, ihre Erfahrungen zu teilen, und für die Menschen, die keine Rassismuserfahrungen machen müssen, ist das gut, das zu sehen, dass es diese Erfahrung gibt, dass es sozusagen ein Hinweisschild ist auf ein Problem, das praktisch die komplette Gesellschaft betrifft, von der aber nicht alle in der Gesellschaft betroffen sind. Andererseits hat es mich auch ein bisschen erschüttert, immer wieder diese, so wie eine Art Reproduktion, immer wieder diese Geschichten zu lesen, diese Erfahrungen zu lesen und so weiter. Denn es ist ja nicht, dass wir eine wissenschaftliche Abhandlung machen über irgendein interessantes Thema. Nein, das ist ja Teil unserer Geschichte, das ist Teil unserer Identität, und daher ist es ein sehr persönliches Thema. Und für mich als Schwarze ist Sintica nochmal, also MeToo, ich brauche ja eigentlich Me3 oder 4, keine Ahnung. Also ich wusste gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Aber was ganz klar ist, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Sintica und Romnia sind nicht sichtbar in der deutschen Gesellschaft, obwohl sie hier sind und ihre Geschichte auch Teil deutscher Geschichte ist. Und wenn wir uns anschauen, was momentan gerade hier abgeht, in diesem Land, dann ist es natürlich sehr, sehr furchtbar, und ich bin froh, dass mein Großvater, der auch KZ-Überlebender war, das nicht mehr erleben muss. Und nicht ohne Grund lesen wir sehr wenig, hören sehr wenig, sehen sehr wenig über Sintica und Romnia. Auch habe ich wenige Beiträge gelesen, verhältnismäßig von schwarzen Menschen. Auch da ist natürlich ein Outing in der Regel nicht notwendig, aber es ist ja bei manchen schon, aber ich habe jetzt nicht durchgezählt, ich bin keine Statistikerin, aber ich habe schon irgendwo aufgenommen, dass da nicht so viel gekommen ist. Ja? So als Ganzes sehe ich es natürlich so, dass die Menschen, die Rassismus erfahren sind, die von Rassismus betroffen sind, sich irgendwo zusammengetan haben unter diesem Hashtag und zusammen irgendwie dagegen angehen. Und das ist auch toll zu sehen, dass Menschen hier sind und die diese Sache weiter verfolgen möchten. Aber für mich war es tatsächlich so, wow, okay, jetzt reden wir plötzlich darüber, oder wie? Mhm. Ali Can hat ja in seinem Aufrufvideo, haben wahrscheinlich viele gesehen, und die Verknüpfung zu Tu ist ja auch naheliegend. Es geht ja auch um die Multi-Identitäten. Ist das für Sinti und Roma, die seit Jahrhunderten in diesem Land leben, ist das irgendwo anschlussfähig, oder war das eine Barriere, sich zu beteiligen mit diesem Tu?
Ja, kann ich jetzt natürlich nicht stellvertretend für die Menschen antworten. Ich so mutmaße jetzt mal so ein bisschen. Ich denke, dass, wie gesagt, für die meisten Sintizer und Romnier das tatsächlich auf jeden Fall eine ganz klare Hemmschwelle ist. Ja? Weil, und es ist, und ja, und dann muss ich nochmal zurückspulen. Und zwar ist es ja so, Sintizer und Romnier sind ja keine homogene Gruppe. Da fängt es ja schon an, wenn wir sagen, okay, seit Jahrhunderten in Deutschland, das ist richtig, aber trifft nicht auf alle Sintizer und Romnier in Deutschland zu. Für mich trifft es zum Beispiel zu, also als deutsche Sintizer, aber es gibt ja auch Sintizer und Romnier mit anderer Migrationsgeschichte, die vielleicht erst seit 110 oder einem Jahr hier sind. Und da haben wir natürlich nochmal ganz unterschiedliche Geschichten nochmal und ganz unterschiedliche Formen von Betroffenheit, was das jetzt betrifft. Aber ich denke tatsächlich, dass es so ist, dass der Rassismus gegen Sintizer und Romnier wirklich so krass ist, dass die Menschen in der Regel sich dafür entscheiden, ihre Identität gar nicht zu nennen. Sei es jetzt am Arbeitsplatz, sei es jetzt einfach nur Nachbarschaft im Haus, sei es jetzt in privat, also egal in welchem Raum die Menschen sich bewegen, erfahrungsgemäß sind es tatsächlich wenige, einfach weil sie eben dann irgendwie sehr große Nachteile dann tatsächlich haben, zum Beispiel gerade jetzt im Bildungsbereich, also in der Schule, in der Ausbildung, in der Uni oder auch bei der Arbeitsstelle, dass man sich das natürlich 2, 3, 4, 5, 10 Mal überlegt, ob man jetzt natürlich mit der Frage rauskommt. Und wenn, mit der Antwort rauskommt und wenn, mal ganz abgesehen davon, dass man die Antwort nicht ständig jedem parat geben muss, das ist erstmal die eine Sache, die zweite ist dann auch, dann bist du automatisch in diesem Erklärkarussell. Weil das Unwissen, die Unwissenheit, die in der deutschen Gesellschaft besteht über Sintizer und Romnier, nämlich das fängt schon damit an, dass viele doch auch den rassistischen Fremdbegriff ganz normal in ihrem Vokabular verwenden. Und dann ist man automatisch in so einem Erklärkarussell drin, das auch verletzt, das auch anstrengend ist, ein unbezahlter Workshop ist. Und dann muss man sich überlegen, ob man das eigentlich machen möchte. Voilà, es stimmt. Ja, ein Applaus bitte, stimmt's wirklich. Es ist so, Schwester. Ja. Ich habe mich auch mal mit diesen Zintisa und so, was du jetzt sagst, so Romeo und so, ich habe mich damit auch beschäftigt. Ich habe einen Schock gekriegt. Wallah, die leben seit 600 Jahren hier, die sagen nicht, dass sie Zintiren sind oder Romeo. Ich habe einen Schock gekriegt. Guck mal, ich sag jedem, der nicht wissen will, weil wer ich bin. Verstehst du, was ich meine? Interessiert mich nicht. Ich sag allen. Aber weißt du, mir ist auch eine Sache aufgefallen. Bei diese ganze Integration, ich kann das schon nicht mehr hören, ganz ehrlich, es ist keine Integration, es ist eine Antigration. Weißt du, was ich meine? Und mir ist eine Sache aufgefallen, warum immer es gibt so viele Missverständnisse. Ich will das ganz kurz sagen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute darüber reden. Guck mal, ich habe mir vorgestellt, wie ist das eigentlich für einen Allmann, für einen Deutschen, also Kartoffel, Hashtag Kartoffel, wie ist das eigentlich für dich, wenn du einen Ausländer triffst? Du musst doch eigentlich auch Integrationsdruck haben. Ah, du bist kein Allmann, du siehst aber fast so aus. Gute Dings, gute Tarnung, ja. Wallah, läuft. Ich schwör's dir auf alles. Nein, wirklich, es ist so, für Deutsche ist auch schwer. Jetzt so für Normale, nicht jetzt hier Heinrich Böll-Deutsche, okay? Sondern so Dings-Deutsche. Ich schwöre, es ist schwierig für die. Warum? Weil die sagen sich, ich hab jetzt Druck, ich muss den integrieren. Und dann kommt sowas raus wie, oh, du sprichst aber gut Deutsch, weil in deinem deutschen Kopf, du hast mich damit integriert. Verstehst du, was ich meine? Für dich, dein Job ist beendet, wir sind alle glücklich, alle sind integriert. Hadiyallah, wir können Rotwein trinken. Aber, es ist so, aber für mich als Kanake, ich sag dir, wie für mich ist, und das ist auch das, worüber wir nicht reden. Weil, guck mal, wenn du jetzt sagst, du sprichst aber gut Deutsch, Wallah, für mich, ich habe Integration verfehlt. Also jetzt nicht ich, sondern du weißt, was ich meine. Weil, warum? Aber warum? Weil nämlich, ich denke mir, wenn ich normal bin und überhaupt gar nicht auffällt, dass ich von woanders komme, dann habe ich meine Integration geschafft. Verstehst du? Und da kommt dieses Missverständnis. Du willst mich integrieren, ich will integriert sein, aber wir haben beide eine ganz andere Vorstellung, weil man uns eine andere Ansage sagt. Es ist so. Die Ansage, die du kriegst als Deutscher, was Integration ist, ist für mich was ganz anderes. Weißt du, was ich meine? Wenn ich normal bin, was meinst du, warum wir immer Shisha-Bars jetzt machen? Warum? Warum gehen wir nicht da, wo ihr seid? Kaffeeknolle und so?
Warum gehen wir da nicht hin? Ich sag dir warum. Weil wir nur in der Shisha-Bar normal sind. Verstehst du, was ich meine? Es ist keiner da, der uns sagt, ah, du bist aber fremd, aber wo kommst du wirklich, aber dein Deutsch, aber dies, aber das. Wallah, ich bin einmal, kann ich durchatmen, kann einfach eine Shisha-Kohlenmonoxid-Vergiftung mir reinziehen. Verstehst du, was ich meine? Einmal und bin ganz normal. Keiner sagt zu mir diese Sachen und das ist dieses Problem. Dabei meinst du gar nicht schlecht, verstehst du? Du willst ja auch das Ding hinter dir haben, du hast auch keinen Bock. Aber liebe Kanaken, die wissen nicht, die Deutschen sind auch unter Druck. Die haben Druck, wallahi, ja. Die müssen uns integrieren, sonst haben ihren deutschen Job, ich bin deutscher Job nicht gemacht. Verstehst du, was ich meine? Wallahi, ich weiß, Bruder, ist hart, ich weiß. Aber ich wollte noch mal sagen, Mekonnen, weil es wichtig, weißt du, dass die Leute von Emotionale auch verstehen. Ha. Danke, danke. Gillette Aysche, vielen, vielen Dank. Zu unserer zweiten Runde Diskussion lade ich herzlich dazu ein Saraya Gomez. Fatma Aydemir. Und Sergei Lagodinsky. Und wenn Alijan Lust hat, jederzeit herzlich willkommen. Du kannst uns anschließen. Wir freuen uns. Alijan, genau. Alijan. Ali Boumaye. Komm. Ali Boumaye. Genau. Grüß es auf. Also, helft mal einfach mit dem Stuhl, bitte. Ja. Jetzt kannst du nicht mehr ausweichen. Wer weiß es. So. Dazu sage ich herzlich willkommen in die Böll-Stiftung. So, ich freue mich, dass wir hier nochmal in einer erweiterten Runde sitzen. Da ist irgendwas mit Kommunikation, glaube ich, nicht optimal gelaufen. Aber natürlich haben wir Ali auch von Anfang an eingeladen. Aber wir freuen uns, dass du da bist. Ich erweitere die Einladung, die Vorstellungsrunde, weil das nochmal so einen kleinen Einblick gibt, wer auf dem Podium sitzt. Ich fange einfach mal bei, wo fange ich an? Bei Saraya Gomez. Saraya Gomez ist Studienrätin und Lehrerin für Französisch, Geschichte und darstellendes Spiel in einer Berliner Schule in Wedding. Zurzeit allerdings seit 2016 Antidiskriminierungsbeauftragte der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Saraya auch Mitglied des Vorstandes von Each One Teach One. Das ist eine community-basierte Bildungs- und Empowerment-Workshop EOTO, was auch eine Mitveranstalterin dieser Veranstaltung ist. Wir freuen uns, dass du da bist, Saraya. Herzlich willkommen. Fatma Aydemir sitzt neben mir. Fatma ist Journalistin und Schriftstellerin. Sie hat studiert Germanistik und Amerikanistik in Frankfurt, seit 2012 Redakteurin bei der Taz, hat auch das zweisprachige Portal Taz Gazette mitinitiiert, was als Reaktion auf die staatliche Repression gegen die Pressefreiheit in der Türkei aufgebaut wurde. Und sie ist außerdem freie Mitautorin von Spex und Missy Magazin. Und 2017 erschien ihr Debütroman Ellbogen. Herzlich willkommen, Fatma. Ali Can studiert in Gießen Deutsch und Ethik auf Lehramt. Er ist angehender Lehrer und bekannter Aktivist. Auch
2016 hat Ali Can den Friedensverein Interkulturelle Frieden e.V. gegründet und 2016 auch den Hotline, die Hotline für besorgte Bürger, will mit dem Bürgertelefon Deutschen, die sich vor Flüchtlingen fürchten, die Angst nehmen. Dann hat 2017 das Buch geschrieben, Buch Hotline für besorgte Bürger, Antworten vom Asylbewerber ihres Vertrauens. Nach dem öffentlichen Rücktritt von Mesut Özil ist bekannt, dass er dann dazu aufgerufen hat, persönliche Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung über den Hashtag MeToo zu schildern. Ali Can, herzlich willkommen. Und last but not least, mein lieber Kollege Sergej Lagodinsky, auch tätig in der Böll-Stiftung, unter anderem neben vielen, vielen Aktivitäten. Er leitet hier in der Heinrich-Böll-Stiftung das Referat EU Nordamerika. Er ist Mitglied der Repräsentantenversammlung Jüdische Gemeinde zu Berlin und hat auch im Bereich Rechtswissenschaften promoviert an der HU. Außerdem hat er an der Harvard University Public Administration studiert. 2003 bis 2006 war Sergej Direktor im Berliner Büro des American Jewish Committee und 2008 bis 2016 Präsidiumsmitglied der Repräsentantenversammlung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Er ist ein aktiver grüner Politiker, aber davor, und damit wurde er auch richtig öffentlich, durch seinen eigentlich Austritt aus der SPD, nämlich Sergej hat, Juden in der Sozial-, dieses Bundesarbeitskreis, jüdischer Arbeitskreis, Sozialdemokraten, genau, gegründet. Gibt es noch eigentlich den Arbeitskreis oder wurde aufgelöst? Den gibt es noch. Also er hat es ins Leben gerufen in der SPD und dann aber konsequenterweise ist er aus der SPD ausgetreten, weil die SPD es nicht geschafft hat, Sarrazin entsprechend zu sanktionieren oder rauszuschmeißen. Damit war das Glück der Grünen dann auch besiegelt. Er ist in den Grünen gekommen und Sergej kandidiert nächstes Jahr für das Europaparlament. Also, ihr habt den Kandidat für eure Wahl. Herzlich willkommen, Sergej. So, wir haben schon ein bisschen den Einstieg gemacht mit Düsen. Wohin steuern wir eigentlich? So, das ist eine Zäsur. Bevor wir in die nächste Phase, what next, diskutieren, würde ich gerne Fatma fragen. Es gab ja so ein bisschen die Diskussion auch, dass MeToo ein bisschen so ein Sprachrohr der privilegierten Migrantinnen und Migranten ist. Inwiefern war das exklusiv? War das so eine exklusive Debatte? Wie siehst du das? Ja, also ich kenne diese Kritik, weil sie in der Zeitung erschienen ist, für die ich arbeite. Ich musste den Text sogar redigieren selbst. Und ich sag mal so, aus meiner Sicht, ich habe MeToo natürlich mitbekommen. Ich habe mich nicht sehr aktiv daran beteiligt. Ich habe zum Hashtag, ich glaube, nicht einen einzigen Tweet geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich doch einen gemacht. Aber ich habe vieles geteilt von den interessanten Tweets, die ich gesehen habe. Ich fand, das war so ein Moment, wo viele Leute zu Wort gekommen sind, die jetzt nicht dafür bezahlt werden, in der Zeitung zu schreiben oder im Fernsehen zu sitzen oder auf solchen Podien sich sowieso schon sozusagen Gehör verschaffen können zu dem Thema. Und ich schreibe eine regelmäßige Kolumne, in der es sehr viel um Rassismus und auch um meine eigene Rassismuserfahrung, aber generell um strukturellen Rassismus auch geht. Ich habe einen Roman geschrieben, der sich viel um dieses Thema dreht, fiktiv, aber natürlich, also eine fiktionale Geschichte, aber natürlich kein Harry Potter, sondern schon ein Buch, das mit unserer Realität zu tun haben sollte, aus meiner Sicht. Und dementsprechend war das für mich eher so ein Moment, wo ich so dachte, ah cool, ich fühle mich eigentlich weniger allein gerade. Das ist jetzt der Moment, wo viele andere Leute zu Wort kommen. Ich
gehe ein Stück zurück und gucke mir an, was dazu geschrieben wird. Und natürlich, es gab nicht so super viel Vielfalt eigentlich, wie wir jetzt auch gehört haben. Natürlich, Twitter-Nutzerinnen sind, also ich weiß nicht, Twitter ist auch in Deutschland gar nicht so groß wie in anderen Ländern. Es gibt bestimmte Leute, so Medienleute nutzen das sehr viel. Es gibt eine bestimmte Generation, die das viel nutzt. Und es war halt schon natürlich eine sehr, wie soll ich sagen, die Diskussion hat sich auf dieser Plattform halt in einem bestimmten Kreis abgespielt. Trotzdem finde ich das sehr pauschal zu sagen, dass es eine Elite-Diskussion ist, weil das ist irgendwie erstens nicht nachzuweisen. So. Also ich... Keiner hat irgendwie eine Erhebung darüber gemacht, wie viel, was für ein Einkommen die Leute haben, die jetzt da twittern oder was für ein Bildungsgrad. Gleichzeitig, ja, es, ich, was ich an dem Hashtag auf jeden Fall wichtig finde und auch schon bei den Hashtags davor, also das erste MeToo und auch Schau hin und ausnahmslos, ist, das sind einfach nur Impulslieferanten. Also wir haben einen Hashtag und dann, keine Ahnung, wird der irgendwie in die Medien übertragen. Im Fernsehen reden sie irgendwann darüber und hoffentlich auch auf der Straße. Die Sache ist, was machen wir daraus? Also wie vertiefen wir diese Diskussion? Weil das ist ja, Rassismus ist ja kein neues Thema irgendwie jetzt seit MeToo mit Alijan. Das hat uns alle ja oder viele von uns ja schon sehr lange bewegt. In Deutschland ist es nur ein sehr mühsamer Prozess, diese Diskussion so in Mainstream zu bringen. Und ich glaube, da liegt so die Schwierigkeit, daraus so eine gesamtgesellschaftliche Diskussion zu machen und nicht nur, die haben jetzt so ein paar persönliche Kränkungen, irgendwie Rassismuserfahrungen geteilt, die Armen so. Nein, es geht darum, von diesem Alltagslevel, der wichtig ist, weil... Sonst heißt es immer, es sei zu akademisch. Es ist nicht zu akademisch. Da steht, ich habe das und das erlebt. Damit kann jeder was anfangen. Und das jetzt zu nehmen und zu sagen, okay, das ist ein Deutschlandproblem. Das ist nicht irgendwie ein Minderheitenproblem. Darüber müssen wir reden. Weil ich glaube, eines der großen Probleme, die wir jetzt gerade haben, ist tatsächlich, dass rechte Hetzer es sehr gut geschafft haben, so unsere, oder wie soll ich sagen, den Mediendiskurs irgendwie zu bestimmen, was jetzt die wichtigen Themen sind, worüber auch Politiker irgendwie sprechen oder auf welche Themen sich die Parteien konzentrieren. Und das sind halt leider immer so von wegen eben Migration, Mutter aller Probleme, Flüchtlingskrise, alles in diese Richtung. Und wir müssen nicht warten, bis irgendwie ein Mob durch Chemnitz läuft oder bis ein Flüchtlingscamp angezündet wird, damit wir irgendwie feststellen, oh, es gibt Rassismus. Es sollte eigentlich davor schon klar sein und irgendwie Schritte dagegen unternommen werden. Es war, glaube ich, Rehan, die auch... nochmal für die türkischen, was hast du gesagt, Putzfrauen und Pflegekräfte und so weiter versucht hast, einfach auch nochmal in dein einzubeziehen. Mir ging es um die erste Generation der EinwandererInnen, die halt diesen Zugang nicht haben, weil es halt auch, ich meine, auch das ist hier ein elitärer Kreis, ne? Wo viele Menschen keinen Zugang haben. Und ich habe einfach aus meiner Erinnerung, aus den Geschichten, die meine Eltern erzählt haben und was ich mitbekommen habe, berichtet. Aber was ich zu dir noch sagen wollte, ist, was ich halt paradox fand, ist, zu Anfang von MeToo wurde noch darüber diskutiert, wenn wir uns so zurückerinnern, ja, so, wenn jetzt zum Beispiel so Sätze kamen, wie sprechen Sie gut Deutsch? Ja, danke, Sie auch. Nee, Sie sprechen aber gut Deutsch. Danke, Sie auch. Habe ich ja unter anderem auch getwittert. Da wurde noch wirklich diskutiert, das ist ja kein Rassismus und so. Und dann wurde das so ein paar Wochen später überrumpelt durch Chemnitz und irgendwie Hitlergruß zeigenden Nazis. Und irgendwie dachte ich danach, es bekam so eine Absurdität, weil am Anfang wurde wirklich so über so Haarspalterei betrieben, rassistische Haarspalterei, und dann war eigentlich alles eindeutig und dann war in meinem Kopf so, okay, was für Hashtags fehlen uns jetzt oder was für Initiativen sollen wir jetzt machen? Und ich denke auch, dass das verschiedene Ebenen sind. Einmal so, ne, struktureller Rassismus, institutioneller Rassismus auch genannt, oder Alltagsrassismus. Aber das, was danach passiert ist, ist Rechtsradikalismus und rechtsradikaler Terror. Ja? Und das sind so verschiedene Ebenen, wo man zukünftig, glaube ich, auch... wir haben jetzt irgendwie zuerst die Möglichkeit gehabt, uns vielleicht auch
sichtbar zu machen. Ja, das ist halt auch durch vorherige Hashtag-Kampagnen passiert. Und dadurch, das hat auch Zusammenhalt aktiviert bei uns. Wir wussten, okay, wir sind nicht allein. Und ich spreche mal jetzt nur aus meiner Perspektive mit meinem türkischen Background als so klassischer Gastarbeiterkind der zweiten Generation. Für mich war das ehrlich gesagt das erste Mal, dass diese ganzen Erlebnisse einmal ausgesprochen worden sind. Zwar irgendwie in den sozialen Medien, aber für mich war das das erste Mal, dass sie ausgesprochen worden sind. Und da verändert sich auch in Deutschland was, weil vorher kannte ich solche Diskurse, das waren nur akademische Diskurse. Da musste man irgendwie an die HU Berlin kommen, wenn man über Rassismus sprechen wollte. Oder das war halt auch in den USA, war das gängiger vor 5 Jahren. So, oder also, ne, dass es jetzt wirklich nach Deutschland geschwappt ist und irgendwie auch es auch trotzdem in den Mainstream geschafft hat, weil es einfach einen Diskurs gab, konnten halt auch die deutsch-deutschen JournalistInnen nicht ignorieren. Deshalb fand ich das interessant, was du gesagt hast, dass dann die ganze Redaktion gesagt hat, okay, wir wollen mitziehen, ja, okay, wir müssen jetzt darüber sprechen. Und dann, ich habe halt auch in der Zeit ganz viele Anfragen bekommen, so. Und aber wichtig auch, was du gesagt hast, dass man halt auch nicht Leuten, deutsch-deutschen Menschen Rassismus erstmal erklären muss, weil das ist ja doch schon anscheinend ein spezieller Bereich, wovon einfach auch viele Menschen keine Ahnung haben, so bescheuert es auch klingen mag. Ja, ja, und dann wird man in die Rolle gedrängt, irgendwie den Leuten Rassismus zu erklären. Ja, vielen Dank. Sergej, ich würde dich nochmal jetzt mit etwas Abstand, wir haben jetzt ein bisschen Zeit auch gehabt, darüber zu reflektieren, auf unterschiedlichen Ebenen. Was bleibt hängen? Was bleibt eigentlich hängen? Also auch in Verknüpfung an die Arbeit, die davor geschehen ist, aber auch in Bezug auf diejenigen, die sich nicht so direkt davon angesprochen fühlten. Also wir müssen ja auch noch mal schauen, hat es eine Berechtigung? Also MeToo wird ja keinesfalls in Frage gestellt. Aber die Frage ist einfach, wie inklusiv war es insgesamt, die Debatte? Und was bleibt hängen? Und wohin wollen wir eigentlich als Nächstes? Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch gefragt, jetzt gerade als alle gesprochen haben, was ist eigentlich bei mir hängen geblieben nach dieser Debatte? Ich fand die Debatte unglaublich spannend und bereichernd und ich fand sie unglaublich bestärkend, weil es gibt so viele Leute, Freunde und Freundinnen, mit denen ich gesprochen habe und die mir nie sowas erzählt haben. Und das dann zu lesen in diesen paar Zeilen, es ist schon ein unglaubliches Gefühl, ich weiß noch nicht, wie ich das nennen würde, aber ich glaube, wir sind alle bereichert durch diese Geschichten. Trotzdem frage ich mich, warum ich zum Beispiel nur einen Tweet zu diesem Thema ausgesandt habe. Und das hat, glaube ich, zum Teil auch damit zu tun, dass diese Form, diese Twitter-Form der eigenen Erlebnisse dazu verleitet, nur die krassesten Beispiele zu bringen. Und ich bin, glaube ich, der Einzige hier auf dem Podium, der nicht in Deutschland aufgewachsen ist. Ja, gut, neben dem Moderator. Und das sind ganz andere Startvoraussetzungen. Erstens, für jemanden, der nicht in Deutschland aufgewachsen ist, ist das schon eine Leistung. Man muss daran arbeiten, überhaupt Rassismus dir gegenüber zu erkennen. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr viele nicht erkennen können. Also für viele, zum Beispiel Russischsprachige, die erst in den 90ern hierher gekommen sind, gerade für diejenigen, die sich auch für Deutsch halten, ne, also die deutschen Russischsprachigen, wir sind aus einem Kontext gekommen, wo zum Teil auch über Menschen grundsätzlich nicht wertschätzend geredet wurde. In anderen Gesellschaften ist eben die Menschenwürde hat einen ganz anderen Stellenwert. Und dann ist es natürlich, die eigene Menschenwürde ist auch nicht so erkennbar, wann sie betroffen ist. Ja? Also ich glaube, das ist sozusagen die erste Hürde. Die zweite Hürde, gerade bei Menschen zum Beispiel mit antisemitischen Erfahrungen, sehr häufig ist Rassismus nicht das Krasseste, was man in einem Tweet beschreiben kann und dann haben alle verstanden und gleich retweetet. Häufig ist Rassismus langweilig. Wie beschreibe ich in einem Tweet Erlebnisse von Menschen, die stapelweise Bewerbungsunterlagen zurückbekommen?
nicht schreiben, er hat 10 Bewerbungen abgeschickt, 10 Bewerbungen zurückgekommen. Me too. Ja, okay. Ja? Und das ist sozusagen die Gefahr, dass wir Rassismus auch durch diese Diskussion, die sehr wichtig war, trotzdem auch noch verengen auf nur diese krassen oder halbkrassen Formen, die sichtbar sind. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, der für mich ausschlaggebend war, ist auch, wenn es um Beschreibung von eigenen Erlebnissen geht, und das ist das, was sozusagen die heutige medialisierte Welt auch mit uns macht und auch so ein Empowerment-Politik mit uns macht. Es geht sehr viel ums eigene Erzählen, sozusagen, wenn du deine eigene Geschichte nicht erzählt hast, dann kannst du auch keine Politik machen. So ist es in vielen Bereichen. Und ich glaube, das verleitet uns dazu, und ich hoffe nicht, und ich bin sicher nicht auf diesem Podium, dass wir nur über unsere Geschichten denken. Und dass wir sozusagen Rassismus oder Antirassismusarbeit oder politische Arbeit darauf verengen, eigene Erlebnisse, eigene Gruppen, eigene Interessen zu schildern und sie zu verfolgen, anstatt zu sagen, mich interessiert das, was anderen, also mich interessiert zum Beispiel das, was Romani-Menschen und ne, Sinti und Roma zustößt. Mich interessiert das, was muslimischstämmigen Menschen zustößt. Vielleicht auch viel mehr als das, was mir als einem Juden oder einem Russen zugestoßen hat. Und ich glaube, wir müssen halt diesen nächsten Schritt machen, zu sagen, okay, das war ein wichtiges Sichtbarwerden dieser Probleme, die wirklich unsichtbar waren. Und jetzt machen wir den nächsten Schritt. Und jetzt erzähle ich nicht meine Geschichte, sondern die Geschichte, die haarsträubend ist, die auch hier von Menschen, die hier auf dem Podium sind. Und nicht nur erzähle ich die, sondern ich sage, ich gehe damit am 13. auf die Demo oder ich hau jemanden auf die Fresse, der nächstes Mal so eine Schweinerei sagt. Also ohne jetzt zu Gewalt aufzurufen, das meinte ich nicht. Ja, verbal auf die Fresse hauen. Also das sind so die Gedanken, die ich habe, wenn ich zurückblicke auf das, was passiert ist. Ja, Sarah, ja, vielleicht, da ist, glaube ich, die Verknüpfung zu struktureller Fragen, strukturellem Rassismus, Ausschluss, etc., etc. Ist es so schwer, das zu erzählen, also wie Sergei auch sagt, weil das einfach schwerfällig ist, weil das vielleicht auch nicht gehört wird, also sind wir so getrimmt, also die Gesellschaft meine ich, insgesamt auf emotionale Fragen, wenn es um Rassismus geht. Und genau das, worauf es aber ankommt, die Teilhabe am Arbeit, an der Bildung, Wohnraum. Also wir haben ja tausende Fragen im Grunde genommen, die Leute auch ausschließen. Wie schaffen wir das zu erzählen und dann auch einzubetten, weil es vielleicht nicht emotional genug ist? Na, ich glaube, die Art auch zu erzählen, also nur als Ergänzung, gar nicht als Widerspruch von dem, was vorher gesagt wurde, ist halt, dass in Deutschland Rassismus ja ganz oft verhandelt wird als intentional. Und deswegen bestimmte Geschichten auch sozusagen klar machen müssen, dass das irgendwo eine Intention hatte. Das funktioniert aber nicht intentional, sondern es geht um die Effekte. Da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, gerade wenn es um Prozesse, Strukturen und so weiter geht. Ja, dann müsste man wesentlich mehr erzählen. Und vor allen Dingen, um das zu verstehen, braucht es ja Wissen und bestimmte Kompetenzen. Und das ist eigentlich so das, wo bleibt sozusagen, also ich hatte ganz oft das Gefühl, dass danach auch immer wieder die gleichen Dinge gefordert werden. Also die Journalistinnen dann anrufen und fragen, habt ihr mal 5 Schwarze, die über ihre Erfahrungen sprechen? Oder habt ihr mal intersektional irgendwie da vielleicht noch mal ein paar mehr Dinge, von denen irgendwie welche betroffen sind, die können dann darüber reden? Interessanter wäre es ja gewesen zu gucken, okay, wir gucken uns mal an, wir gucken unsere Gesellschaft an, wir gucken unsere Strukturen, Prozesse und so weiter an. Und da antworten wir sozusagen auf das, ja, was uns sozusagen gespiegelt wird. Und das ist nicht genug passiert. Also ich könnte jetzt sagen, also ich habe es nicht mitgekriegt, aber vielleicht ist es irgendwo passiert. Ich habe es nicht mitbekommen. Und das finde ich dann so ein
ne, wir hatten Schauhin, wir haben ja schon gesagt, es ist eine ganz lange Geschichte. Für die meisten Menschen ist es eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte. Wir können dann die historischen Verwobenheiten, Verflechtungen, Kolonialismus zum Faschismus, Nationalsozialismus, dann haben wir Mölln und so weiter und so weiter. Also all das, Rostock, Lichtenhagen, das ist ja eine ganz, ganz lange Geschichte. Und dann ist halt irgendwann, dass man so sagt, ja, ne, und jetzt? Also machen wir in 10 Jahren nochmal einen neuen Hashtag und so weiter. Genau. Und ich glaube, die das, was auch schwierig ist, in so einem Hashtag zu machen, also eine bestimmte Art von intersektionalen Perspektiven kann gar nicht abgezeichnet werden. Ja, also transidente Menschen, die bestimmte Erfahrungen machen und so weiter und noch von anderen Dingen betroffen sind, das wird dann sehr schwer, abgesehen davon, dass auch wir gelernt haben, dass Opfersein ja nicht cool ist und wenn wir die Geschichten erzählen, sind wir Opfer und Opfersein ist eigentlich verboten und deswegen gibt es ja auch immer diese Bewegung, also wir wollen auf gar keinen Fall Opfer sein, deswegen müssen wir positive Geschichten erzählen und so weiter. Nicht, dass wir keine positiven Geschichten erzählen sollten, aber eine Form sozusagen, die immer und immer wieder kommt, ist, dass man auch dafür abgestraft wird, indem man als Opfer markiert ist. Und eigentlich wäre das Ding, man macht eine Erfahrung. Ja, und die Perspektive ist eine andere von denen, nämlich die sozusagen in diesem Fall die Auslöser sind von Diskriminierung, Rassismus und so weiter und so weiter. Genau, abgesehen davon, also bei EOTO haben wir lange darüber diskutiert, über diesen Hashtag, wir haben auch nicht dazu getwittert und auch nicht auf Facebook oder so gepostet. Das sind unterschiedlichste Dinge. MeToo, also auch so das Gefühl von, wir machen was unsichtbar an der MeToo, an dem MeToo-Hashtag und so weiter, wo ja auch zum Beispiel eine schwarze Frau schon unsichtbar machen erfahren hat und so weiter, dass all das so dazukommt und wir sprechen eigentlich über Rassismus und wir müssen dann noch mehr, also wir können nicht nur Rassismus benennen, sondern wir müssen intersektional daran gehen. Es gibt ganz viele Menschen, die von verschiedensten Diskriminierungen betroffen sind und so weiter und das, glaube ich, reicht nicht, wenn wir das machen. Was aber nicht heißt, dass es für manche Menschen nicht empowernd war und so weiter und so weiter und so weiter. Also ne, das heißt nicht, dass das ein Abwatschen ist. Genau. Aber überfrachtet das nicht. Ja. Also die Erwartung verstehe ich vollkommen. Auf der anderen Seite überfrachtet das nicht das, was überhaupt Social Media eigentlich leisten kann. Also so ein Hashtag, der alles irgendwie da inkludiert. Ist das überhaupt mit den Medien, die wir haben, machbar? Weiß nicht, also ich sehe unter ganz vielen Sachen dann so 1000 Hashtags. Also ich bin jetzt nicht so die Hashtag-Königin, von daher weiß ich das jetzt nicht so genau, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in irgendeiner Form möglich ist, in allen Begrenzungen, die ein Medium, was kurz und knackig irgendwie sein soll, so mit sich bringt, natürlich. Aber was ja dann interessant ist, ist ja nicht nur, dass wir irgendwo auf sozialen Medien irgendwas teilen, sondern was passiert damit? So, und da fängt es dann an. Und wenn die Response eher eben ist, oh, diese Geschichten und oh, ich bin so betroffen und oh, es ist ja so furchtbar und oh Gott, hast du das gelesen? So, das ist für viele Menschen alleine das schon so schmerzhaft, weil das eben ihre Alltagserfahrungen sind und Erfahrungen, die über Generationen und Generationen und Generationen auch dann anders natürlich, ja, weil sich Dinge auch verändern, weitergegeben werden und da ist, glaube ich, so ein Punkt, da muss man irgendwann sagen, wir haben halt eine Aufgabe. Ja, und das ist so, ja. Ja. Bevor ich das Wort an Ali Can gebe, wollte ich noch mal ganz kurz euch, weil mir geht es schon ganz wichtig, wie viel davon kommt eigentlich in der Politik an? Also es gibt so einen öffentlichen Diskurs, also egal wie emotional das ist, aber es gibt einen Diskurs, bleibt eigentlich irgendwas hängen in der Parteipolitik zum Beispiel, um zu überlegen, was machen wir als nächstes, wie greifen wir auf, wie wollen wir den Anschluss finden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Saraya, zum Beispiel, du hast ja viel mit Strukturen zu tun, mit Behörden zu tun. Bleibt eigentlich irgendwas hängen?
Also ich glaube, ich bin der schlechte Adressat dafür, weil die Grüne Partei rühmt sich zumindest, dass sie offen ist für solche solche Denkmuster und Politikmuster. Und ich muss schon sagen, von allen Parteien, die ich bisher erlebt habe, es gibt eben Gliederungen, ob das Bund Grün ist oder also unsere Integrations- und Migrationsleute, wo solche Sachen, ehrlich gesagt, glaube ich, selbstverständlich waren. Trotzdem frage ich mich häufig in Bezug auch auf meine jetzige Partei, wie ernst viele dieser Sachen genommen werden, denn das ist schon eine, also unsere Partei ist schon eine, die programmatisch sehr viel in diesem Bereich macht, aber strukturell und personell noch nicht da ist, wo ich mir so eine Partei vorstellen würde, was natürlich auch mit sozialen Rahmenbedingungen der Parteimitglieder zu tun hat, aber auch vielleicht mit strukturellen Fragen. Über die, da machen wir eine extra Veranstaltung dazu, würde ich sagen. Also ich glaube aber trotzdem, dass diese Hashtag-Geschichte, dieses Gefühl hört uns mal zu endlich. Ja? Ich glaube nicht, dass die Grünen so die klassischen Rezipienten und Adressaten von diesem Hashtag sind, weil zumindest rhetorisch sind sie offen für solche Themen. Da muss eher Fahad über die SPD erzählen oder ich weiß nicht, ob hier jemand von anderen Parteien vertreten ist. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind oder ihre Erfahrungen. Saraya, vielleicht zu... alle sind vertreten hier heute. Naja, also ich bin in einer Verwaltung, die jetzt nicht sehr besonders divers ist. Gar nicht. Das wir wahrscheinlich nicht. Wir sind schon, also es gibt einige POC, die ich sichtbar so erkennen kann, aber das heißt ja nichts. Also es können ja viel mehr sein, die ich phänotypisch nicht als solche erkennen kann. Und es gibt ja noch andere, wie gesagt, Merkmale, in denen sich Diversität abspielt. Von daher habe ich da keine Statistik. Wir haben keine Daten, wo wir dann sagen könnten, ja, da gibt es ja Forderungen danach, dass wir eine Datenlage bekommen. Also schwarze Personen habe ich jetzt außer mir und Putzfrauen und Küchenhilfen keine gesehen. Genau, also das heißt, das ist natürlich eine besondere Position und das, man ist natürlich eben auch Token. Da kommt man, glaube ich, nicht so raus aus dieser Rolle, ein Token zu sein. Und dann ist immer die Frage, kann man sozusagen trotzdem irgendwo wirksam sein oder eben nicht? Oder bedient man eigentlich sozusagen das System von Ausschlüssen, weil dann immer gesagt wird, ja, wir haben die ja, guck mal. Und ich versuche, so bei dem zu bleiben, was meine Profession ausmacht und das darauf mich irgendwie zu fokussieren. Und ich habe das Gefühl, in einigen Punkten, dass sich Dinge bewegen und in anderen Dingen eben noch gar nicht. Aber es gibt Anfänge von strukturellen Veränderungen. Auch da könnte man dann sagen, okay, ist selbst diese strukturelle Veränderung wieder ein Token, um andere Sachen zu erhalten. Ja, also ich glaube, wir bräuchten einfach dann doch wesentlich mehr Datenlage. Wir müssten gucken, wie verändert sich das oder welche Auswirkungen haben bestimmte strukturelle Veränderungen und so weiter, um dann wirklich sagen zu können, okay, ja, da gibt es den und den und den Effekt. Und von daher haben wir, glaube ich, gesamtgesellschaftlich einfach eine große Aufgabe, weil in den ganzen Institutionen und so weiter, wer sitzt wo, wer kann wie mitreden und so weiter. Und es gilt genauso wie für Vereine wie EOTO. Das ist eine dauernde Aufgabe.
Also das ist ja nicht das, weil wir von zum Beispiel Teilen bei IOTO von Rassismus betroffen zu sein, dass wir dann intersektional alles auf dem Schirm haben oder ähnliches. Es ist eine tägliche Aufgabe und es ist eine tolle Sache, wenn wir sogar eine Rückmeldung bekommen, aber eigentlich sind Leute nicht dafür da, uns eine Rückmeldung zu geben, sondern wir haben die Aufgabe, sozusagen die Ausschlüsse, die wir selbst produzieren, aufzuspüren und zu verändern und so weiter. Und das ist eine unglaublich befriedigende Arbeit und man kriegt halt oft auf der Mütze und das ist ziemlich gut. Dösen, kannst du vielleicht noch mal ergänzen, auch was so politisches Spektrum betrifft? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist zu erkennen, dass wir dafür verantwortlich sind. Also ich glaube, wir können lange warten darauf, dass was passiert oder dass andere was für uns tun. Und wir müssen es konkretisieren. Es ist ja auch ein ganz klassischer Macht- und Verteilungskampf. Und der Wunsch, den ich habe, ist eigentlich, dass wir als Akteure so weit mitmischen, dass wir aus diesem Hashtag eine Bewegung machen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Ali dabei auch zu unterstützen. Und es ist schon zu vielen Terminen gekommen, auch zu politischen Terminen, auch zu gemeinsamen Terminen. Aber damit aus diesen Schmuckterminen wirklich konkrete Handlungsanweisungen werden, müssen wir einfach dranbleiben und müssen weiter laut sein. Und ich finde auch, dass das Thema zu wichtig ist, als das parteipolitisch aufzusplitten, sondern es muss da drüber stehen. Und es muss auch da drüber stattfinden. Und wir müssen jetzt eigentlich auch den Beweis antreten, dass wir dazu in der Lage sind. Also ich glaube, dass wir dafür verantwortlich sind, ob es klappt oder nicht klappt. Also das sehe ich ganz deutlich, auch gerade an der Nachfrage und auch wie du es beschrieben hast, dass sozusagen ich schon den Eindruck habe, auch gerade von seitens der Politik, da ein großes Unwissen und Vakuum herrscht und auch für uns zu erkennen, dass wir gebraucht werden und dass wir Teil der Lösung sind. Und um vom Ich zum Wir zu kommen, müssen wir diese Freiheit, die wir uns erkämpft haben, auch nutzen für die nachfolgende Generation. Das heißt, wir müssen auch Herzen und Türen öffnen und müssen die Jugendlichen an die Hand nehmen, ob mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte, und müssen dabei so stark sein, dass man an uns nicht vorbeikommt. Also das ist zumindest meine Einstellung. Vielen Dank. Ali Can, gerade eben hat Düsen gesagt, die Initiative muss weitergehen und das, was angefangen worden ist, muss unterstützt werden. Kannst du so ein bisschen so kurz evaluieren und sagen, da stehen wir und das ist so mein zweiter oder mein weitere Vorstellung, wie aus den Erfahrungen, aus den Debatten, aber auch aus den positiven Erfahrungen weiterentwickelt werden kann? Also zunächst einmal hatte ich gerade so eine spontane Idee, wie wäre es, wenn wir die Veranstaltung beenden und alle gemeinsam einen Flashmob machen mit so irgendeiner Aktion vom Heimatministerium oder so. Weil letzten Endes vom Hashtag in den Alltag lebt ja auch von den Personen, die das dann also greifbar und erfahrbar machen und lebbar. Also das muss ja übergehen, irgendwie interferieren und Menschen müssen das wirklich schmecken oder erleben können. Und das war jetzt so eine spontane Aktion, wenn die vielleicht aufgegriffen wird, also ich bin dabei. Und das andere ist, wir sind gerade dabei, mit unterschiedlichsten Akteuren diese Bewegung weiterzutragen. Zunächst einmal war es ja ein Gesprächsangebot. Eine Debatte wird es ja erst dann, wenn es eine andere Seite gibt, die adressiert ist oder die teilnimmt. So, also das heißt, im Grunde genommen sind wir gerade dabei, eine Debatte konstruktiv zu gestalten. Es gibt sehr viel Resonanz aus Seiten der Politik. Es gab Treffen mit dem Bundespräsidenten, mit Ministerpräsidenten, mit MdBs, LdBs, MdAs. Und es wird auch weitere geben. Die Frage ist so ein bisschen, wo mündet das? Wie können wir etwas Konstruktives erreichen? Und das ist wiederum dann etwas, wo jede Person etwas beitragen kann. Angenommen, man ist in der Schule, man könnte einen MeToo-Raum initiieren. Also Frau Wittmann-Mautz, die Bundesbeauftragte für Integration, und ich, wir sind zusammen in eine Berliner Schule gegangen und haben da so einen Stuhlkreis gemacht und mit den Schülerinnen und Schülern über, im Grunde genommen, so Tweets gesprochen über MeToo-Erfahrungen, und dann haben die alle erzählt und dann haben wir reflektiert. So, und
das war sehr spannend, weil dann gab es auch natürlich in der Klasse auch Leute, die nicht betroffen waren. Und dann haben die gefragt, ja, warum ist das? Zum Beispiel ein Junge, der eben keine Migrationsgeschichte aufweisen konnte, also auf keinen Fall ein POC war, hat dann gefragt, so, warum ist das schlimm, jemanden zu fragen, warum man eine dunkle Hautfarbe hat und aber die Innenfläche ist zum Beispiel weiß, warum oder hell? Warum ist das rassistisch? So, diese Frage war im Raum. Es gab ein Raunen im Raum, die meisten, die also eher so weltoffen waren und betroffen waren, haben dann sich gemeldet und wollten sofort Kontra geben. Und wir haben gemerkt sofort, das ist total interessant, wie man das jetzt, wie kann man da jetzt eine Streitkultur etablieren? Also wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir, wenn wir Debatten führen, es schaffen müssen, dass da etwas fruchtbar wird. Und wie kann man das schaffen, dass man eben unsere Message wirklich transportiert und institutionalisieren kann. Und in der Schule kann man jetzt überlegen, was man machen kann. Es gibt andere Bereiche. Vielleicht zu den Zahlen nochmal, also mit Perspective Daily, dem Online-Magazin für konstruktiven Journalismus, mit dem wir dieses Video hochgeladen haben, haben wir nach 7 Tagen, beziehungsweise später dann, aber die ersten 7 Tage analysiert. Und es waren über 39.000 Nutzerinnen und Nutzer bei Twitter nach 7 Tagen. Es gibt Zahlen über die meisten getwitterten Tweets. Da sind einige Bereiche sozusagen sehr sichtbar geworden. Einmal der Bereich Schule. Und zwar ein Drittel dieser 39.000 Nutzerinnen und Nutzer hat über Schule getwittert. Also dieses Wort Schule ist in den Tweets aufgetaucht. Das können so Datenanalysten evaluieren. Und das heißt, man kann davon ausgehen, mindestens 13.000 Menschen haben in den 7 Tagen allein Schulerfahrungen getwittert oder darüber gesprochen. Und 2 Drittel dieser 13.000 Tweets waren über Diskriminierungserfahrungen von den Betroffenen, die sie von ihren Lehrkräften erfahren haben. Also sozusagen Menschen, die früher Schülerinnen und Schüler waren, haben Diskriminierung erfahren und haben darüber dann getwittert. Und so gibt es verschiedene Bereiche. Es gibt den Bereich Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt. Das ist so ein Bereich, also wo Menschen schreiben, wir haben das vorhin ja schon mal gesehen, ich bewerbe mich mehrmals, kriege keine Stelle. Mein deutscher Freund, deutsche Freundin bewirbt sich für die gleiche Stelle, kriegt 3-4 Zusagen in einer Woche. Das ist so auch ein Bereich, Schule ein Bereich. Und dann gibt es eben diesen Bereich Alltagsrassismus. Und das ist sowas wie, woher kommst du? Und dann, wenn man sagt, aus Essen zum Beispiel, ich wohne jetzt in Essen, ich sage aus Essen. Und dann wird das aber nicht akzeptiert, sondern, nee, aber woher kommst du wirklich? Dann sage ich, ja, meinst du jetzt so nördliche Innenstadt oder was meinst du? Und dann, nee, wo, bist du auch Araber oder Türke oder Syrer? Was, so, und das ist jetzt dann dieser Bereich Alltagsrassismus. Und wir sind jetzt gerade dabei, die ganzen Tweets auszuwerten, was andere Zeitungen gemacht haben, wie Washington Post und so weiter. Die haben mal nach 2 Wochen gezeigt, dass es über 200.000 Tweets waren und dass das MeToo global benutzt wurde. Also in Österreich haben das ganz viele Menschen auch aufgegriffen, Tausende. Da hat sich zum Beispiel eine österreichische Politikerin dazu geäußert, Frau Kneißl, und meinte, naja gut, so Erfahrungen macht jeder, das gehört halt zum Erwachsenwerden dazu. So, also in Österreich gab es auch eine Debatte. In Schweden hat es einen eigenen Hashtag kreiert. Also von dem MeToo ist es ein neuer Hashtag geworden. Und so gab es einfach verschiedene Resonanzen und Bewegungen und Impulse, die letzten Endes darauf hinauslaufen, dieses Thema besprechbar zu machen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Gewinn für uns, dass wir zunächst einmal dieses Thema Diskriminierung in allen seinen Facetten besprechbar machen, einen Raum bieten. Aber es muss halt auch weitergehen und wie es weitergeht, es gibt da nicht den Weg. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Deswegen war es mir auch zunächst einmal unangenehm, auf die Bühne zu kommen, weil ich gedacht habe, so ist es nicht meine Lösung, ist es nicht meine Sache, sondern es ist eine Sache, die wir alle ausmachen. Es ist wie so ein Mosaik und alles ist MeToo. Und es gibt so viele Ebenen, die man beachten muss und Lösungsansätze, die kombiniert eine Rolle spielen. Es gibt da den politischen Aspekt, es gibt den Campaigning-Aspekt, es gibt da den Aspekt, rauszugehen und Menschen zu erreichen, die gar kein Twitter nutzen. Also ich habe in der Essener Innenstadt so eine Umfrage gemacht, also so geflüchtete Menschen gefragt, bei uns sind da in der Ehrenamtsagentur, ihr habt ihre Diskriminierung erlebt oder Rassismus, dann kam nein. Dann habe ich so ein bisschen nachgeforscht und es gibt halt auch Studien, die das belegen, wenn man eben dann nachbohrt und sagt, ja, aber hast du denn das und das mal erlebt? Zum Beispiel wurdest du mal irgendwie als scheiß Syrer benannt oder hast du mal, irgendwie hat dir jemand gesagt, nee, du kannst die Wohnung nicht haben, ich will keinen Ausländer. Und dann wurde, ja, das habe ich erlebt. Dann habe ich gesagt, das ist doch Rassismus. Und dann, nee, das ist, ja, wir sind doch hier neu angekommen und die geben uns schon so viel, dann können die auch sowas sagen. Also die Wahrnehmung, wann Rassismus anfängt und so, das ist auch nochmal ein Thema. Und das ist auch ein eigener Bereich. Das heißt,
Wir haben sehr viele verschiedene Bereiche und sehr viele Akteure, die in ihren unterschiedlichen Facetten und Manieren aktiv sein müssen. Journalisten, Journalisten können sich dem Thema annehmen, darüber schreiben. Und eine Sache vielleicht, bei der ich jetzt auch noch alle ermutigen würde, vielleicht die Ohren zu spitzen. Wir haben eine Gruppe von Menschen, die betroffen sind, die bei MeToo getwittert haben. Das sind meistens POCs. Und wir sind gerade dabei, zu erörtern und zusammenzutreffen, um eine eigene Stimme zu finden, um uns zu emanzipieren und das weiterzutragen über alle Grenzen hinaus, aber als Betroffene dieses Thema im Leben zu halten. Und vielleicht mag Vanessa auch noch mal dazu was sagen, weil wir haben unterschiedliche Menschen, Fahad, eingeladen und ihr habt alle Einblicke mal bekommen, was da vielleicht für Chancen schlummern. Also wenn wir jetzt überlegen, wir tun uns zusammen, was könnten wir dann machen, sodass unsere Stimme und wir als Autorität wahrgenommen werden, dass nicht über uns gesprochen wird, sondern wenn Chemnitz passiert, dass man so sagt, oh, was sagt denn die Gruppe der so und so? Also dass wir sozusagen auch eine Stimme finden und Gewicht haben in diesem ganzen Diskurs, den, wie schon richtig gesagt, oft eben die Rechtspopulisten bestimmen. Und wenn man sich die Titel der Talkshows anguckt, dann ist es oft so dieses Polarisierte gegen uns und wir sind betroffen. Aber so lass uns mal ein positives Narrativ, eine positive Narration bringen und mal eine eigene Stimme haben. Das wäre auch etwas, wo ich zukunftsgerichtet Mut machen würde, uns anzuschließen und zu überlegen. Ja, und die Flashmob-Idee, wie gesagt, nochmal in Erinnerung zu rufen, ich wäre immer noch dabei. Also Ali John Waller, Beste. Guck mal, Bruder, du bist immer noch zu Dings, für meinen Geschmack zu friedlich. Ich sag ganz ehrlich, jetzt mal Situation ganz kurz gefasst, okay? Wir sind hier alles Kanaken, bis auf 1, 2, 3 Almanis. Und wir sind nicht das Problem, okay? Das muss auch nochmal gesagt werden bei dieser ganzen Sache. Leider, ihr Whiteys seid das Problem, verstehst du, was ich meine? Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich als auf die Fresse gekriegte, soll das Problem von dem, der mir auf die Fresse haut, lösen. Verstehst du, was ich meine? Reicht langsam, sorry. Tut mir leid. Guck mal, ich schlag dich jetzt nicht, weil du weiß bist. Noch nicht. Aber ich sage dir eine Sache, die ihr alle vergessen habt, alle, die hier sitzt, wir sind Expansion. Verstehst du, was ich meine? Expansion, Bruder. Wir kriegen 18 Kinder, die eineinhalb. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, wir müssen was machen. Und das, ich finde gut, was du gesagt hast, weil du hast gesagt, wir müssen anfangen, uns selbst sexy zu machen. Ist so, wir müssen uns selber famen, okay? Wir müssen uns selber die Jobs zuschieben, verstehst du, was ich meine? Wir müssen uns bei Hartz-Antrag unterstützen, wir müssen füreinander lügen, verstehst du? So macht Seehofer auch mit Dings. Wir haben mit Maßen, ist so. Wir müssen Gomez an diese Verwaltungsstelle setzen, wo sie alles alleine ändern kann. Verstehst du, was ich meine? Ja! Wenn einer, dann diese Frau. Verstehst du, was ich meine? Es ist so! Ja! Inshallah, mashallah. Verstehst du, ganz genau. Und deshalb, ich bin eigentlich auch deiner Meinung, nur in Agro. Verstehst du? Weil es kann nicht immer nur so diese Brille weg sein. Es muss auch mal, verstehst du, der Weg der Straße sein. Weil kommt so oder so. Ich sag dir jetzt schon, die verstehen kein Wort von dem, was du hier gesagt hast. Ich sag dir jetzt schon. Aber wenn du sagst, guck mal, er ist ein Opfer, er nervt mich, er macht bei mir Rassismus. Wallah, gib ihm eine Kopfnuss ohne Zeugen. Er versteht. Verstehst du, das ist die Sache. Und viele Leute sind wütend. Ich sag ganz ehrlich, viele Jugendliche auch sind wütend. Man kann nicht mehr die halten, man kann die nicht mehr zulabern. Das haben die alles gehört seit 20 Jahren. Und wir müssen einfach eine Sache verstehen. Deine Leute mit weißer Haut, die wollen die Sache aussitzen. Verstehst du, was ich meine? Deshalb jedes Jahr, oh, wir wussten gar nicht. Ulan, ihr wisst, seit Immanuel erkannt, was diese ganze Scheiße ist, okay? Seitdem er die Leute in 4 Teile eingeteilt hat, wisst ihr alles. Verstehst du, was ich meine? Wer heutzutage noch, Entschuldigung, ich muss sagen, aber wer heutzutage noch 10 kleine Negerlein singt, der hat den Gong nicht gehört. Und dann davon zu reden, dass wir kein rassistisches Land sind, willst du mich verarschen? Das ist hart rassistisch. Olum, ich stell mir vor, verstehst du, du wurdest versklavt und dann musst du diese Baumwolle machen und dann kommt ein Kindergarten vorbei. Ding, nein, kleine Psychoterror. Und wir tun so, als ob das Kultur ist. Ganz ehrlich, tut mir leid. Alibaba und die 40 Räuber, was jetzt anders? Was jetzt anders zur arabischen Großfamilie? Ich glaube, wir müssen alle mal unsere Kindergarten überwinden, verstehst du, was ich meine? Und mal reden, was wirklich Wahrheit ist. Am Ende des Tages werden wir mehr werden. Und die Whiteys werden weniger werden, Abi. Verstehst du, was ich meine? Und das ist ein Fakt. Also ich kenne eine von mir sehr bekannte Schauspielerin, Thelma Burbank. Sie hat gesagt, I have a dream that one day
all the white people will be gone. Verstehst du, jetzt auch mal um Humor. Lach doch mal an, lach doch mal. Weil du weiß bist, kannst du nicht lachen oder was? Genau, und ich glaube, wir müssen diesen Druck wiedergeben. Weißt du, auch an diese, die nett sind, weil das ist so schwierig. Weil es gibt welche von euch mit blauen Augen, die sind so hart nett, man will euch heiraten, aber nicht euch wehtun. Verstehst du, was ich meine? Und wir müssen einen Unterschied finden. Weil nicht alle von diesen Whiteys sind gleich. Und wir brauchen diese Alliierten. Verstehst du, was ich meine? Bis wir natürlich mehr sind. Dann brauchen wir nicht mehr. Aber bis dahin brauchen wir. Und deshalb möchte ich, dass wir auch eine Unterscheidung finden. Einmal für Blut- und Bodenkartoffel. AfD. Und einmal für Süßkartoffel. Verstehst du, was ich meine? Das ist eine Unterscheidung, die wir brauchen. Du zum Beispiel Süßkartoffel. Verstehst du, das zum Beispiel. Und das müssen wir uns gegenseitig sagen und mit ins Boot holen, damit Liebling eine Chance hat. Verstehst du, was ich meine? Sonst bald diese Weiße ist weg, ist vorbei. Ist sowieso genetisch minder. Egal, machen wir nicht jetzt die Sache auf. Ich mach Spaß. Ihr müsst fühlen, was wir fühlen. Weißt du, was ich meine? Weil jetzt ist noch zu Dings für euch. Jetzt ist noch zu chillen. Oh, ich chill, ich komm bei Heinrich Böll. Ich quatsche. Ich bin auch gegen diese, ich bin auch gegen Rassismus. Verstehst du? Nein. Erst wenn ich dich heulen sehe, glaube ich dir das. Verstehst du, was ich meine? So oft wie meine Mutter geheult hat, so oft wie mein Vater geheult hat. Und ich habe am meisten geheult. Ich geb's zu. Aber ich bin auch Wohlstandskind. Das ist was anderes. Jedenfalls, ich wollte das nur noch mal sagen. Ich finde es super, dass alle hierher gekommen sind. Wallah, wir müssen uns alle sexy machen und alle fame. Verstehst du, was ich meine? Wenn du einen Job brauchst, ruf mich an. Wallahi, ich sag bei RTL, guck mal, übertreib nicht deine Rolle. Ich ficke dein Leben, du nimmst Deckerl. Ende aus. Verstehst du, was ich meine? Sowas mache ich zum Beispiel. Oder das, ich will nur sagen, wir müssen uns mehr füreinander einsetzen, auch illegal. Und weil ich Comedian bin, war ja alles nur Spaß. Verstehst du? Genau. Das wollte ich nur sagen. Ich danke schön. Danke an alle. Danke, dass ich hier sein durfte. Ganz ehrlich, was machen wir jetzt? Was machen wir? Was machen wir? Was steht's bei Plan? Mach mal von Chef sein Mikro. Okay, danke. Genau. Nee, ich wollte doch das, was du zum Schluss gesagt hast, ganz kurz aufgreifen. Okay. Nämlich Allianzen bilden. Allianz. Genau, das ist ja was... mehrmals auch gesagt worden ist. Allianzen bilden. Genau, Allianzen bilden, ja. Und ich möchte einfach zwei Fragen stellen. Erstens an Vanessa. Vorhin wurde ja gesagt, wurde das eigentlich auch richtig adressiert? Also das, was so die Gesellschaft so umtreibt, vor allem auch die nicht weiße Gesellschaft umtreibt, wurde es adressiert, dass wir auch gesprächsfähig sind. Das Zweite ist an Sergej. Du hast ja auch ein bisschen dich in den sozialen Medien dazu geäußert, über Gründungen von Juden in der AfD. Und es gibt noch und nöcher. Es gibt auch Schwarze, die in der AfD aktiv sind, Muslime etc. Kommt jetzt von der Gegenseite noch mal eine andere, also während wir hier darüber reden, über Allianzen und gemeinsamen Zusammenhalt, kommt es noch mal von der anderen Seite auch ein kalter Wind, der ins Gesicht bläst und genau diese Spaltung noch mal vertieft eigentlich? Das ist so die Frage. Vielleicht zuerst Vanessa. Okay, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe. Aber was ich verstanden habe, ist, ist MeToo gesellschafts- und gesprächsfähig geworden? Also können wir in den Medien darüber sprechen? Können wir in der Öffentlichkeit darüber sprechen? Ich glaube, oder das ist meine sehr ernüchternde Beobachtung, ist, dass es einige wenige Menschen erreicht hat und die offen sind und nachfragen und bei denen jetzt ein Prozess beginnt, der auch bei mir lang gedauert hat. Also selbst die Erfahrungen macht. Ich musste auch ein paar Jahre darüber nachdenken, bis ich es irgendwie verstanden habe. Und das, glaube ich, fängt bei einigen Leuten an. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, hat das der Großteil einfach nicht mitbekommen, dass es die Aktion gab, dass sich Leute ihre Geschichte geteilt haben, MeToo mit W. Also ich bin auch manchmal ja unter Leuten, die nicht so politisch sind oder nicht so viel in diesem Internet. Und das ernüchtert auch schon ganz schön. Also ich weiß nicht, wo man die ganz große Masse irgendwie erreichen kann. Jetzt nicht so den Tagesschau-Aufmacher gucken. Das sind ja auch ältere Leute zum Beispiel. Und trotzdem glaube ich, dass parallel viele andere Dinge passieren. Also einerseits glaube ich, dass nichts an strukturellem Wandel vorbeigeht. Also ich... wir brauchen mehr andere Gesichter, die andere Themen reinbringen, in allen Medien, in allen Institutionen.
Aber eigentlich, glaube ich, wären wir erst so richtig weit, wenn alle Institutionen und Medien auch zum Beispiel Antirassismus-Workshops mal anfragen würden, um sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, wenn die ganze Auseinandersetzung mit Rassismus auch mal eine wissenschaftliche Grundlage bekommt in allen Bildungsinstitutionen. Also ich meine, es gibt ja so viel Forschung und so viel Theorie dazu, das ist ja unglaublich, dass die Leute so ahnungslos sind. Und das kann man kindgerecht aufbereiten, das kann man bis hin in die Uni-Lehrstühle bringen, das geht für alles. Und ich glaube, da muss einfach die Bereitschaft da sein, aus diesem ersten, okay, ich will es jetzt doch irgendwie verstehen, es tut mir jetzt doch irgendwie leid, was ich gelesen habe, mit, ich will mich aber ernsthaft damit auseinandersetzen. Also jetzt nicht nur, erzähl mir bitte noch 5 Hashtag-Geschichten, sondern ja, holt euch Empowerment-Trainer, Rassismus-Trainer in diese ganzen Unternehmen und überall. Und wir müssen eigentlich unsere Lehrpläne verändern. Eigentlich ist MeToo der Anfang oder hoffentlich diese Gesellschaft sehr radikal umzukrempeln. Oder das sollte es sein, oder das sollte das Ziel sein. Ich glaube, es kann nicht sein, dass es irgendwie darum geht, so ein paar... Ja. Und ich glaube aber, dass tief im Innersten, das spüren die Leute. Und ich glaube, auch deswegen ist das Interesse so ein bisschen verhalten. Sie wissen, dass es um einen radikalen Wandel geht, letzten Endes. Und deswegen glaube ich, wird es auch nicht, ich weiß nicht, ob das so widerstandsfrei geht, also ich bin gegen illegale Aktionen und Gewalt, aber es wirklich reicht, immer nur nette Geschichten zu teilen und noch 5 Sachen auszutauschen. Ich glaube, gesprächsfähig werden wir dann, wenn wir wirklich auch mal andere Forderungen besprechen, außer dass Partygespräche jetzt ein bisschen anders laufen. Hm? Sergei. Ich werde jetzt wahrscheinlich etwas ganz Langweiliges sagen, aber ich glaube, es ist ein bisschen verkürzt, nur diesen einen Wandel sich anzuschauen. Diese ganze Diversity-Geschichte, sozusagen diese multikulturellen Shifts, ja, die wir in der Gesellschaft jetzt sehen, das ist ein Teil eines gesamten Wandels. Das ist ein globaler Wandel, das ist ein digitaler Wandel, das ist ein ökologischer Wandel. Unserer Welt und unser Kontinent, insbesondere in Deutschland, wir sind inbegriffen durch einen Wandel, den viele Menschen auch nicht verstehen, nicht begreifen. Und die Frage für mich persönlich ist nicht, wie nehme ich alle, die hier sitzen, mit. Ja? Nicht, wie ich die Süßkartoffeln mitnehme. Und auch nicht, wie ich die Blut- und Bodenkartoffeln mitnehme. Aber es gibt ganz normal graue oder braune Kartoffeln, die in einem Regal da liegen. Und ich muss sie kaufen. Und sie müssen mich kaufen. Und wie klopfe ich zu den Herzen von diesen normalen Menschen in Ostdeutschland, in Brandenburg, dass sie mich verstehen. Und zwar nicht mit Gewalt, sondern dass sie plötzlich nachvollziehen können, was ich fühle, was jeder hier auf dem Podium und jede hier auf dem Podium fühlt. Und ich glaube, das ist die härteste Arbeit. Das kriegen wir nicht mit Gewalt hin, außer wir wollen, dass unsere Gesellschaft uns um die Ohren fliegt. Sondern wir müssen diese Zugänge und diesen Zusammenhalt, aber einen neu definierten Zusammenhalt definieren. Und dazu gehören Allianzen, und diese Allianzen gehen über die üblichen Verdächtigen hinaus. Ich möchte eine Allianz mit Menschen, die zum Beispiel bei Chemnitzer Vorfällen nicht auf die Straße gegangen sind. Sie sind nicht auf die Straße gegangen, weder mit den Rechten noch mit den anderen. Dass sie nicht mit den Rechten gegangen sind, ist für mich schon ein gutes Zeichen. Das heißt, da funktioniert irgendetwas, da ist eine Bremse, die wollen nicht mit den Rechten auf die Straßen. Wie kriege ich sie auf unsere Seite? Das bedeutet, wir müssen nach Chemnitz, wir müssen diese Gespräche führen und diese Leute suchen. Und zu deiner Frage, Allianzen ist natürlich ein Wort, was nicht positiv und nicht negativ besetzt ist. Also in so einer Gründung Juden in der AfD, das ist eine neue Allianz. Das ist ein Versuch, eine Allianz zu schmieden zwischen einer Minderheit, die verunsichert ist. Ja, weil Machtverhältnisse sind nicht nur zwischen Kartoffeln und Nicht-Kartoffeln. Es gibt auch Machtverhältnisse und Machtverschiebungen zwischen Minderheiten untereinander. Und das verunsichert manche Minderheiten in Minderheiten. Und sie suchen nach Allianzen. Und das ist ein Angebot, eine Allianz zu schmieden. Auf eine perverse Art und Weise aus meiner Sicht. Und da müssen wir auch Wege finden, auch diesen in den Minderheiten zu sagen, nein, ihr seid nicht mit denen in Sicherheit, sondern ihr seid hier mit Sicherheit, mit diesen muslimischstämmigen, egal was für stämmigen Menschen, hier in diesem Raum fühlt euch sicher, wenn
eure Kinder auf den Schulen auf die Fresse bekommen, dann kommt Aisha und dann kriegten die auf die Fresse, die ihnen auf die Fresse hauen. Und das sind eure Allianzen, nicht die AfD. Darum geht es. Ja. Gut. Ja. Entschuldigung, ich wurde jetzt nicht aufgerufen, aber ich muss jetzt doch ganz kurz was sagen, weil ich jetzt ein bisschen aufgeregt geworden bin. Und Saraya darf danach. Wenn ich sehe, gestern war der Tag der deutschen Einheit und es sind, ich habe mir gerade ein Video angeschaut, bevor ich hierher gekommen bin. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee für die Stimmung, aber in dem, es ist gestern passiert und unweit hier von dem Ort, an dem wir uns jetzt befinden, haben rechte Nazi-Schweine, demonstriert und wurden dermaßen abgeschottet von der Polizei dieser Bundesregierung, dass sie ganz fröhlich hier entlang gelaufen sind. Vor etwas mehr als 70 Jahren wurde auf diesem deutschen Boden und auch teilweise auf nicht deutschem Boden waren Konzentrationslager, zum Beispiel unweit hier von Berlin Konzentrationslager Sachsenhausen. Man muss doch immer wieder daran erinnern, es ist noch nicht so lange her. Ja, es leben noch ein paar Überlebende, gibt es noch. Ich habe gerade letzte Woche zufällig eine getroffen bei einer Veranstaltung. Und das war die Idee und die Ideologie, nämlich alle, die nicht arisch sind, hier zu vernichten. Und das ist noch nicht so lange her. Und dann wird bei dem Tag der deutschen Einheit, anstatt ein Zeichen zu setzen gegen diese Form, wird stattdessen können hier Nazis, und wenn es auch nur 1000 waren, hier rumlaufen und rassistische Parolen hier durch die Gegend im weltoffenen Berlin schreien. Also tut mir leid, da kriege ich so einen Hals. Das bringt uns jetzt zwar hier nicht weiter, aber ich finde, das muss mal gesagt sein. Denn das kann doch nicht angehen, dass hier Menschen... Es kann doch nicht angehen, dass hier Menschen rumlaufen, rassistische Parolen schwingen in einem Land, in dem Menschen umgebracht wurden, ermordet wurden. Und heute passiert es unter einer anderen Struktur. Natürlich haben wir heute Gott sei Dank keine Konzentrationslager mehr. Aber es ist auch gerade vor ein paar Tagen ein syrischer Mensch mal wieder verbrannt in einer Polizeizelle, der sich selber angezündet hat. Wem der Begriff Uri Jallo vielleicht nichts, ja, ist bekannt. Wer nicht, das findet ihr sofort im Internet, wenn ihr Uri Jallo eingibt, sogar wenn man es falsch schreibt wahrscheinlich. Aber ja, was ich damit einfach sagen möchte, ist, ich finde es toll, dass es so ein Hashtag gibt, und ich finde es super, und ich möchte mich auch mit Menschen verbinden, und das tun wir auch schon seit langer Zeit. Das ist wunderbar. Es geht nicht nur um Rassismus, so wie Saraya gesagt hat, es geht auch um weitere Diskriminierungsformen, aber was hier sich in diesem Land abspielt momentan, das ist, da kann ich nicht jetzt hier sitzen und sagen, ach ja, dann gucken wir mal wieder bis zur nächsten Veranstaltung. Die Kacke ist am Dampfen, Leute, ihr versteht das, glaube ich, nicht ganz. Es gibt wirklich Menschen, die hier um ihre Existenz kämpfen. Es werden Menschen abgeschoben in sogenannte sichere Herkunftsländer, wo sie dann in Ghettos leben, wo sie umgebracht werden, wo ihre Häuser verbrannt werden, wo ihnen Zugang zu Schulen und so weiter verwehrt bleiben. Und es gibt auch Menschen, die hier Nachfolgegenerationen sind von den Menschen, die in KZs umgebracht wurden, wie zum Beispiel Sintica und Romnia, auch schwarze Menschen, jüdische Menschen und so weiter. Und wie ich vorhin schon eingangs gesagt habe, ich bin froh, dass mein Großvater, der auch hier im KZ Berlin-Sachsenhausen war, also bei Berlin-Sachsenhausen war, das nicht mehr erleben muss. Er hat es schon vor, ich glaube, 15 Jahren oder mehr, 20 Jahren gesagt, passt mal auf, es wird genau das Gleiche wieder passieren. Und leider hat er recht gehabt, weil wenn man sich anschaut, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass eine AfD im Bundestag sitzt, in einem Land, wo hier Menschen umgebracht werden sollten, das muss man sich doch noch mal überhaupt klar machen. Was ist denn hier los? Und ich mache gar nichts. Okay, ich arbeite zwar politisch, ich mache zwar sehr viel, aber um das zu verändern, da möchte ich jetzt sehen, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft, die sich nicht Nazi bezeichnet, aufsteht und etwas dagegen tut, weil ansonsten sieht es hier richtig schlecht aus.
Vielen Dank, Tayo, für diesen Weckruf, Saraya. Ja gut, ich mach's jetzt, sorry. Ich mach's jetzt trotzdem. Ich wollte nur zwei weitere Aspekte noch mal mit reinbringen. Also wenn es so zum Beispiel um Solidarität und Allianzen geht, das ist alles super. Ich glaube, wir müssen trotzdem auch gucken, dass auch Strukturen Allianzen und Solidarität verhindern. Also es kann nicht nur dabei bleiben, jetzt verbindet euch da mal alle. Wenn wir zum Beispiel sehen, in wie viel Konkurrenzen verschiedenste Communities und dann wieder Communities in Communities sind, wenn es um Fördergelder geht und so weiter und so weiter. Also auch da gibt es eine Struktur. Ich finde, das, sonst machen wir uns die Gespräche immer so einfach, dann verbindet euch doch mal. Und auch, wenn ich Allianzen und so weiter, ist alles total toll. Ich glaube, wir brauchen aber trotzdem auch ein Narrativ, dass wir eine, jetzt benutze ich mal dieses Wort, wollte ich schon immer mal, eine plurale Gesellschaft sind. Und in dieser pluralen Gesellschaft ist es vollkommen okay, wenn ganz viele unterschiedlichste Communities da so rumtingeln und ihre Sachen so machen. Und ich habe gehört, was du gesagt hast, aber ich glaube auch, dass es nicht nur darum geht, ich muss jetzt irgendjemanden überzeugen oder ähnliches, die müssen dann irgendwie so denken wie ich, sondern die dürfen auch einfach so denken, wie sie halt dann wollen, so, ja, also solange sich an bestimmte, also sie sollen keinen, ne, umbringen und verbrennen und sonst was, ich weiß jetzt nicht, also wir können auch noch mal ein bisschen weiter denken, dass Pluralität ein Gut ist. So, ja, und dass wir eine Migrationsgesellschaft sind, und damit meine ich nicht irgendwie die anderen kommen da, sondern wir sozusagen sind die Migrationsgesellschaft innerhalb Deutschlands, wir fahren irgendwo hin, da kommen andere und so weiter, und das wäre auch vielleicht ein anderes Narrativ, genau, und dass wir einfach ein bisschen komplizierter sprechen und nicht so in diesen Vereinfachungen. Ich wollte ganz kurz, Annetta Kahane ist heute nicht da, aber das passt, glaube ich, sehr gut. Annetta hat auch in dem Zusammenhang zu MeToo was geschrieben. Fremd sind im Sinne des Humanen, sind diejenigen, die das Ende der Barbarei noch nicht verstanden haben. So rum ist es richtig und nur so. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig zu sehen, wenn es um Narrative geht, um auch dieses Othering, um Ausschluss von anderen geht, wirklich dann auch zu definieren. zu sagen, was ist eigentlich fremd gemeint? Also wenn es nicht um Blut und Ehre, sondern wenn es um universalistische Werte geht, dann auch zu sagen, wir sind plural, also wir sind die Mehrheit, nämlich im Sinne von bestimmt gemeinsam definierter Werte. Ja? Also in diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich, aber jetzt gebe ich Jeanette Aische. Bruder, du musst doch mal meinen, ich möchte jetzt aber ganz kurz, aber Frau Gomez, was wolltest du jetzt noch sagen? Doch, du musst jetzt sagen, bitte, jetzt war ich mein Lehrerinnenherz, ja? Also bitte. Mein Lehrerinnenherz hat vorhin so gemacht, weil ich verstehe den Ansatz so von MeToo-Zirkeln in Schulen, aber als eine diskriminierungskritische, rassismuskritische, herrschaftskritische Aktivistin in Bildung. Das sind so ganz gefährliche Runden, in denen ganz viel Othering und oft Gewalt für SchülerInnen passiert, wenn sie gezwungen werden, in einem bestimmten Raum ihre Erfahrungen zu erzählen, die sie vielleicht gar nicht erzählen wollen, und so weiter und so weiter. Also ich würde das nicht unbedingt als gutes Entschuldigung, es tut mir wirklich leid, aber es ist ja super, wenn man sich darüber streiten kann. Genau, aber das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, wir haben so viele von diesen Konzeptionen im Unterricht, also auch was so interkulturelle Zeug da so angeht, steck dein Fähnchen hin, wo du herkommst und so, und interkulturelles Frühstück. Und das kann, also müssen wir einfach aufpassen. Deswegen wollte ich das noch ganz, ganz wichtig sagen, dass wir das nicht unbedingt in einem Raum von Schule so alles so machen können, ohne Professionalisierung. Okay, vielen Dank. Okay, ganz ehrlich, Bombe, hat jemand eine Frage? Wer will was wissen? Mach mal deinen Arm hoch. Aha, ich komme.
Voila, sie war zuerst. Tut mir leid, ich muss nach korrekt gehen. Verstehst du, was ich meine? Nicht nach Hautfarbe, ich muss korrekt bleiben. Warte. Okay, wo bist du? Yalla, da. Genau zu dem, was... Hallo. Sagst du ganz kurz, wer du bist? Ja, Selina, eigentlich Sängerin. Und jetzt wurde ich gefragt, ich habe nämlich genau zu dem, was Frau Gummis gerade gesagt hat, eine Frage. Und zwar wurde ich jetzt gefragt, ob ich an einer Schule, es gibt sowas wie Schule mit Courage, Schule ohne Rassismus, ja, diese Initiative. Und da wurde ich jetzt gefragt, ob ich Patin sein will. Und ich bin so hin und her gerissen, weil ich das einerseits natürlich toll finde und ich finde auch, dass irgendwie die Schüler einfach Empowerment brauchen. Und ich aber andererseits weiß, dass es auch an dieser Schule, weil ich da letztens jetzt auf einem Schulfest war, leider, es ist leider keine Schule ohne Rassismus. Und deswegen ist meine Frage, wie ich da ansetzen kann, weil ich habe mir genau diesen Raum aufgeschrieben. Oh ja, ein MeToo-Raum für die Schüler. Und du so, nein, bitte nicht. Und deswegen ist für mich so ein bisschen die Frage, ich will was machen, ja, ich will unbedingt was machen, aber ich will auch irgendwie das Richtige machen. Und ich weiß auch, also für mich ist es eigentlich wichtiger, dass man die Lehrer unterrichtet als die Schüler. Aber da das in dem Fall jetzt gerade nicht geht, ich kann jetzt nicht einfach an die Schule gehen und sagen, ihr Lehrer seid alle, weil ich sehr wahrscheinlich dann mit den Schülern arbeiten werde, ist so ein bisschen einfach die Frage, was kann man generell Tolles mit Schülern machen? Das ist jetzt eine sehr spezifische Frage. Müsst ihr auch nicht beantworten, aber... Ja, das Ding ist, ich glaube, das, was du gesagt hast, war ja keine Ablehnung von sogenannten MeToo-Räumen. Zunächst einmal gibt es das Konzept noch nicht total, also es ist noch nicht realisiert. Das sind Versuche zu gucken, wie man dieses Thema in einer Schule etablieren kann und das ist ein Prozess. Und wenn man sagt, nur weil alles, weil man sehr vieles beachten muss, macht man am Ende gar nichts, das lähmt ein. Das Zweite ist, ich glaube, dass man auf sowas achtet und das professionell ist, das habe ich jetzt vorausgesetzt. Also wenn man Diskriminierung bespricht, dann sollte das nicht so ablaufen, dass zum Beispiel in den Regelunterricht Schüler aus der Gemeinschaftsunterkunft oder Heranwachsende eingeladen werden und gesagt wird, Jamal, du bist doch aus Syrien, erzähl mal was, wie ist das, wenn Bomben kommen, damit wir Empathie haben und verstehen können, wie das ist. Also das ist nicht damit gemeint. Gemeint ist, dass Schule sich öffnet. Also wir müssen schaffen, dass sich so große Organisationen, und es wird ja gesagt, Schule ist eine Miniaturansicht der Gesellschaft und Schule ist eine lernende Organisation. Und wie schaffen wir es, diese Institutionen zu öffnen und zu öffnen für Akteure wie zum Beispiel dich, Selina, oder für... Also zum Beispiel in Berlin gibt es dieses Pilotprojekt ADAS, so, wo dann eben ein Raum geboten wird, eine Kontaktstelle für Lehrkräfte, die über Diskriminierung sprechen wollen. Schüler werden trainiert in Antirassismusarbeit, um das zu erkennen, um zum Beispiel auch schlagfertiger zu werden, um damit umzugehen. Und deswegen, ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig. Und ein O-Ton, der auch in den Medien ist, weshalb diese MeToo-Räume sehr schön sind, und das möchte ich nicht mit meinen eigenen Worten, sondern mit den Worten eines Schülers sagen, der eine Migrationsgeschichte hat, der hat gesagt, durch diese Räume, die wir hier machen, hat er erkannt, dass nicht er das Problem ist, wenn er Rassismus erfährt. Er hat erkannt, dass er mehr Selbstwertgefühl haben kann und dass das Problem woanders liegt. Dass Rassisten irgendwen beleidigen, den sie im Kopf haben und nicht er wirklich. So in solche Räume, wenn du sowas machen willst, wirklich go for it, weil du sorgst eigentlich dafür, indem du selbst diese Veränderung bist, du sorgst für eine große Veränderung bei einem anderen Menschen. Und deswegen mach du die Veränderung, geh hin und mach doch so einen Workshop für Lehrkräfte, biet das an. Weil ich meine, das Ding ist, es fängt ja mit dir an. So, du musst halt, glaube ich, erstmal diesen Schritt wagen. Deswegen würde ich dich ermuntern. Jo, hi. Laura heiße ich. Ich freue mich, dass das hier gibt. Ich mache, glaube ich, seit vor 30 Jahren mindestens, habe ich das Gefühl, saß ich irgendwie auch hier in so eine jüdische, afrodeutsche, migrantische Zusammenhänge und versuchte irgendwie da was zu bewegen in der Gesellschaft. Und da ist schon ein bisschen was passiert. Also nicht viel, aber das passiert schon was. Ich wollte zur Schule sagen, das ist wahnsinnig schwer. Ich versuche seit
2 Jahren intensiv so ein Anti-Bias, diskriminierungsbewusste Gruppe in der Schule, Grundschule meiner Tochter zu bringen. Da läuft da Widerstände ohne Ende. Die haben auch gerade jetzt, kriegen jetzt demnächst ein Schule ohne Rassismus Plakat. Also, aber ich wollte sagen, das ist zum Sergej, ganz, weil ich mich richtig, ich dachte die ganze Zeit, wow, weißt du, alles, was sage ich? Aber zu dir wollte ich wirklich sagen, war mich wahnsinnig aufgeregt, dass du jetzt irgendwie denkst, zu den trägen Massen, die sich nicht bewegen. Die trägen Massen bewegen sich nie. Politik wird immer eigentlich von Minderheiten bestimmt. Also es gibt immer in jedem Land, es gibt immer so die träge Masse, die werden immer die träge Masse bleiben. Und ich denke, ich habe mich wahnsinnig aufgeregt in den letzten Jahren. Da kommt jetzt ganz viel über Antisemitismus in den Schulen, wird jetzt irgendwie zum großen Thema. Das ist wunderbar, soll auch. Und die jüdische Gemeinde reagiert so, jetzt müssen wir das irgendwie in Datenbanken machen. Ist alles wunderbar, aber da ist überhaupt keine Bewegung, dass man zusammen ist mit den muslimischen Communities. Und ich kenne sehr viele, die schon seit Jahren, Jahren so jüdische, muslimische Gruppen in den Schulen gehen und mit reden. Und jetzt sagen die ganzen arabischen Kinder zu Recht, ja irgendwie, ey, weißt du, ich werde gemobbt seit 10 Jahren, jetzt kümmert sich kein Schwein. Und plötzlich irgendwie sagt jemand, was antisemitisch ist. Und die kommen, also vollkommen verständlich. Und dass da die jüdische Gemeinde, also die Community, nicht da rauskommt und sagt, jetzt machen wir zusammen mit den türkischen, arabischen, muslimischen Communities eine, und, aber von den jüdischen Gemeinden ist das wirklich ganz klar, oh, weißt du, die sind nicht gut genug und die sind nicht gut genug und die arbeiten zusammen mit Erdogan. Und die, also das gibt es wirklich sehr, sehr viele. Und da würde man, wenn man eine... wenn man Juden in der AfD stoppen will, dann geht man nicht mit irgendwie die Schweiger in Chemnitz reden. Man musste eigentlich richtig groß Zeichen setzen, dass jüdisch sein in Deutschland heißt, dass man zusammen mit Muslimen arbeitet und dass man da wirklich gemeinsam gegen Antisemitismus und Rassismus in den Schulen rausgeht. Und wenn man eine Kippa-Demo macht, dass man verdammt nochmal jemand irgendwie auf die Podium reden hat von der muslimischen Gemeinde. Und das passiert nicht. Und dass das nicht auf offizieller Ebene passiert, das passiert im Kleinen. Aber das ist nichts ganz Großes auf offizieller Ebene passiert. Das ist gefährlich. Das ist wirklich, das geht nicht gut aus für uns. Also ich fühle mich sozusagen nicht besonders angesprochen, weil ich, wenn ich der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde wäre, wäre es wahrscheinlich ganz anders. Aber diejenigen, die das vielleicht verfolgen, wie das hier in der Gemeinde ablief, wissen, dass ich nicht die Mehrheit vertrete, sondern ich bin die Opposition. Ich glaube, es passiert ziemlich viel. Ja, ich finde es absolut gut, dass Sie oder du das auch sagst und das sehe ich genauso. Es passieren aber schon Sachen und ich würde jetzt ungern sozusagen das alles auf Juden fokussieren, weil es gibt 100.000 jüdische Menschen für 80 Millionen Menschen in Deutschland. Ja, das sozusagen auf diese Gemeinschaft, diese Last zu würden, das würde die überlasten. Ich muss aber auch sagen, dazu gehört auch offen gesprochen ein bisschen eine kognitive Dissonanz. Ich habe diese Diskussion schon vor 10 und 15 Jahren geführt. Es gab auch das Gefühl, dass jüdische Menschen irgendwie Extrawurst wollen. Und ich habe den Leuten erinnert, Bubis, Friedmann, Spiegel, Knobloch, das sind alles Namen, das sind Menschen, die auch in ersten Reihen bei Demonstrationen in Solingen und in Mölln marschiert sind. Das ist das, was uns jetzt fehlt, aber das ist etwas, was eine Tradition hat. Also man kann das nicht reduzieren sozusagen auf eine fehlende Solidarität. Wenn wir auf AJC gucken, American Jewish Committee, da haben wir ab 2003 haben wir da damals türkisch-jüdischen Dialog initiiert. Es gibt da auch jüdisch-muslimische Kreise. Frenkel-Ufer-Synagoge macht muslimische, also hervorragende Arbeit, da bin ich auch im Förderverein. Also es ist nicht ganz fair, das Ganze darauf zu reduzieren. Was wichtig ist, wir brauchen ein Zeichen. Ich habe mein Zeichen in der Weltzeitung gesetzt, wo ich meine Meinung darüber kundgetan habe, dass es scheiße ist, auf Deutsch gesagt, mit diesem Arbeitskreis. Heute haben sich 13 jüdische Organisationen oder 17 sehr scharf auch gegen die AfD positioniert. Also Allianzen müssen wir da bilden, aber was ich meinte, und das ist vielleicht, um Missverständnisse zu vermeiden, natürlich brauchen wir Allianzen unter uns.
Wir müssen aber auch aus meiner Sicht, und da bleibe ich dabei, auch die Mehrheitsgesellschaft mitnehmen. Wir werden nicht, als auch eine breite Allianz von Minderheiten, werden wir nicht diese Mehrheiten überrollen können. Wir müssen da auch Verbündete haben, auch in Chemnitz. Mhm. Und da haben wir welche. Und wir müssen dafür kämpfen, dass die linken Organisationen und NGOs, die in Chemnitz nicht mal sich trauen, auf die Straße zu gehen, ohne auf die Fresse zu bekommen, die müssen wir schützen. Ja. Danke. Diese. Eine kleine Anmerkung als Ergänzung, weil ich das ganz wichtig finde. Gerade diese Verbindung, diese unsägliche zwischen Juden, die sich jetzt für die AfD entschieden haben, was mit nichts zu entschuldigen ist. Aber ich warne uns auch davor, wegzugucken bei eigenen Problemen. Und die Tatsache, dass es beispielsweise auch importierten Antisemitismus gibt, neben dem bestehenden, und der soll damit nicht sozusagen weggemacht werden, ist auch Teil des Problems. Das heißt, auch da müssen wir sozusagen die Strömungen, wo diese Feindbilder vermittelt werden, da müssen wir reingehen und da müssen wir reingehen. Denn wenn wir das nicht machen, übernehmen das die bösen Zwillinge. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese Entwicklung, auch die ich auch mit großer Sorge verfolge, dass wir dem Einhalt gewähren und dass wir da in die Diskussion gehen, dass sozusagen auch da leider Gottes es eben Situationen gibt, wo auch jüdische Kinder bestimmte Schulen in Berlin verlassen müssen, weil sie antisemitisch geschlagen und beleidigt werden. Und das kommt nicht nur von autochthoner deutscher Seite, sondern auch von migrantischer. Das finde ich ganz wichtig in dem Zusammenhang, damit wir uns auch nicht vorwerfen lassen müssen, dass wir bestimmte Themen wegblenden. Ja. Hm? Danke. Okay, ja, ein Applaus bitte für nochmal. Ja. Guck mal, ich weiß, wir wollen jetzt, ich habe auch gefragt, hätte ich nicht gefragt, voilà, ist meine Schuld und so, aber guck mal, wir brauchen, liebe Mekonen, ja, wir brauchen einen Workshop von 4 Tagen, wo wir von morgens bis abends reden, bitte. Bitte sag mal diese Heinrich Böll, wir brauchen diese Intensivtätergeschichte. Verstehst du, was ich meine? Wir brauchen intensive Gespräche, das reicht alles nicht. Ich habe von allen nur einen Satz gehört. Ich sag ganz ehrlich, ich meckere jetzt. Es tut mir leid, ich will von allen noch mal was hören. Ihr müsst alle ein Buch schreiben. Es tut mir leid, ich muss das alles noch mal mir vorlesen lassen. Egal. Ich möchte nur sagen, wir sind schon wieder weit über die Zeit hinaus und es ist so viel zu reden. Aber es gibt gleich Brezeln, damit versuchen wir euch rauszulocken. Verstehst du, was ich meine? Unten extrem gute deutsche Brezel. Ja, schwäbische, danke schön. Schwäbische Brezel. Ja, schwäbische Brezel. Ich will gar nicht lange machen. Wir müssen abbrechen. Abbruch. Aber wir sind glücklich, dass ihr alle da wart. Ich schwöre auf alles. Mashallah. Krass. Es hier. Und. Du willst weißt, du letzte ist. Wort oder soll sie ja, letzte Wort? Wir machen nicht so sie, mit Organisationen und so. Aber da sind so 2 Leute, die sind einfach extrem wichtig. Und die müssen noch mal ganz kurz was sagen. Doch. Nein. Okay, jetzt haben wir ganz viele. Jetzt hast du 2 Mikros. Nur ganz kurz. Okay. Yeah. Sorry. Yeah. Hallo, mein Name ist Tupac Augette. Super, alles toll, MeToo. Ich bin auch ein großer Fan und finde es super, dass das alles sichtbar geworden ist. Was mir so ein bisschen fehlt, ist die Kontinuität in dieser Debatte in Form von, dass es ganz viele Sachen schon ganz lange gibt. MeToo ist nicht das erste Aufbegehren. Und auch mein Aktivistinnenherz, mein Trainerinnenherz und auch mein Mamaherz zittert so ein bisschen bei diesem Thema Schule, nicht nur ein bisschen. Und ich bin sehr für MeToo-Räume, wie auch immer ihr das nennt. Es ist cool, dass es schon ganz viele Initiativen gibt, die ganz viel Ahnung haben, wie man Rassismus in Schulen thematisieren kann. Ja, also hier sitzt iPad, es gibt das Institut für diskriminierungsfreie Bildung, neben ihnen sitzt die Kriegerin schlechthin, die ganz viel Ahnung hat. Und ich finde es gut, wenn wir dann miteinander sprechen und nicht, also ja, ich will jetzt nicht sagen naiv, aber naiv in die Räume gehen und Sachen reproduzieren, die einfach wahnsinnig schmerzhaft sind. Und es gibt dieses Wissen, es ist vorhanden und auch schon ganz lange. Und ich finde es wichtig, dass wir dann miteinander sprechen, dass wir es nicht ausblenden. Das ist meins. Danke für dich. Ich kann das Buch von Tupoka empfehlen, Exit Racism. Wahrscheinlich kennt ihr viele. Exit. Rassismus kritisch denken lernen, Exit Racism, genau. Mein Mikro geht nicht. Doch, jetzt geht's. Ja, geht. Eigentlich wollte ich das Gleiche sagen, außer dass ich keine Mutter bin, noch nicht. Also ich kann mit Hashtags nichts anfangen, weil ich echt, glaube ich, ein bisschen zu alt bin oder so. Oder es nicht peile. Ja, ich sehe jünger aus, als ich bin. Aber ja, also es gibt gerade in Berlin oder in Deutschland
Projekte, die seit 30 Jahren Bildungsarbeit machen, seit 30 Jahren sagen irgendwie, Rassismus ist scheiße. Also ich, bei diesen Debatten finde ich es halt kacke, dass die nicht gefragt werden, wie man mitmachen kann oder so und hier sich kleine Initiativen gründen, statt sich großen Vereinen oder Dachverbänden schon anzuschließen. Das ist das Einzige, was ich eigentlich sagen wollte, weil du alles schon gesagt hast, was ich sagen wollte. Und ja, wenn du so Räume aufmachst, Alijan, ich spreche jetzt von Pädagogin zum Pädagogen oder angehenden Pädagogen. Lehrer wolltest du werden oder so? Richtig? Ja, ja. Achso. Er sagt nein, Ralla. Nee? Also, ich ziehe es zurück. Egal, wenn du in Schulen bist, so, du machst da Räume auf, die ich vielleicht ganz cool finde, aber vielleicht solltest du eher mit weißen Kindern sprechen, wie sie nicht rassistisch sein können, statt Räume aufzumachen. Du kannst es nicht mehr auffangen. Du gehst da rein, 2 Stunden, lässt sie über Rassismuserfahrung oder über weiße Handflächen sprechen und dann bist du weg und du fühlst dich cool. Aber dieses Kind wird jeden Tag auf die weiße Handfläche angesprochen. Und deswegen finde ich es halt eben nicht so cool, MeToo-Debatten in Schulen zu machen, obwohl ich den Hashtag cool fand. Also so nur also Respekt und Kritik in einem war das gerade. Okay. Ja, mega. Vielleicht noch Fahrrad. Sie untergraben jetzt unsere Autorität, aber die sagen gute Sachen. Ich wollte nur abschließend noch was an euch richten. Und zwar, es gibt etwas, wo wir uns alle anschließen können. So eine Art große Dachbewegung, die startet am 13. Oktober um 12 Uhr auf dem Alexanderplatz. Das ist das Bündnis Unteilbar. Es wäre schön, wenn ihr alle kommen würdet. Unteilbar ist zum ersten Mal eine Bewegung, die 500 Organisationen in Deutschland bundesweit zusammenbringt und gleichwertig das Thema, die soziale Frage und Antirassismus miteinander verbindet. Das ist ein Novum in Deutschland und wird, glaube ich, vielen von dem gerecht, was ihr heute so toll hier angesprochen habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommen würdet. Und ich wollte Mekon gratulieren, dass er diese wahnsinnig gute Diskussion zusammen mit den Partnern auf die Beine gestellt hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Lena, genau. Und das war Farhad Dilmagani, Initiator von Deutsch Plus, eine Initiative für eine plurale Republik. Was auch eine großartige Initiative ist, was auch als Dach eine Bewegung gelten kann und Impulsgeber. Ich freue mich über die Kooperation natürlich mit Lena, mit Cihan und mit EOTO. Ich bedanke mich auch bei meinem Team, Clara Hofmann und Sarah Schwan und Anke. Herzlichen Dank an euch alle. Und mein großer Respekt, vielen, vielen Dank. Der große Applaus gilt natürlich meinem Podium. Dankeschön. Und Gillette Aysche. Und an die Technik, vielen Dank auch für die Unterstützung.